Guten Abend, liebe Fans. Wir haben heute Samstagabend, den 21. November und endlich wieder mal ein Heimspiel für ZSC Lions. Und zwar ist das heute ein Zürichsee-Derby und mit mir kommentiert heute der Match Martin Kraut. Herzlich willkommen, danke vielmals, bist du da mit uns. Gerne. Du hast 2000 den legendären Meistertitel geholt mit den ZSC Lions. Erzähl uns doch kurz, was hat dich dort so ein bisschen zum Kultspieler gemacht? Wie hast du die Zeit erlebt? Sehr intensiv. Also ich mag mich eigentlich praktisch noch an die Situation erinnern, in dem letzten ominösen Match, der da unten stattgefunden hat, wo dann eigentlich das Stadion explodiert ist, wahrhaftig. Oder? Die Leute sind dann über Glasscheiben hier. Man hat sie zurückgehalten, die letzten 10 Sekunden. Ja. Also wenn ich das so erzähle, dann läuft es mir heute noch kalten Rücken durch ab. Es ist wirklich eine riesige Welle durch die Stadt durch. Man hat es schon während der ganzen Playoffs dort seinerzeit gesehen gehabt. Die Medien sind bereits schon in den Aufwärmstrainings rum gewesen. Und auch die letzten zwei Heimspiele, dann haben wir sogar Zuschauer während dem Aufwärmspiel gehabt. Und das hat, man hat gespürt gehabt, jeder will den Titel. Absolut, ich glaube, so ist es ein bisschen allen gegangen. Es waren hart umkämpfte Zeiten auch gewesen. Vielleicht auch nicht die ruhigsten Zeiten, die das Schweizer Hockey je gesehen hat. Wie hast du das jetzt so in den letzten 10 Jahren erlebt? Was ist so das, was sich am meisten verändert hat im Eishockey? Ja, das ganze Tempo und die Athletik, also die Spieler sind grösser, wuchtiger, Stürmer sind grösser geworden und viel athletischer, es ist alles viel professioneller. Die ganze Lichtshow, also die ganze Show rundherum, das ist auch professioneller geworden. Das entwickelt sich und es ist seinerzeit auch bei mir so gewesen, oder? Wenn ich irgendwie Spiel noch auf der VHS-Kassette angeschaut haben. Von früher irgendwie so legendäre NHL-Match aus der irgendwie 1986, 87 oder dann auch, als ich zu Kloten angefangen habe, oder dort war es auch so gewesen, oder irgendwie 10 Jahre später ist das Tempo schon viel anders gewesen und jetzt rückblickend eben, ist es normal. Also ich habe mich dort auch schon gefragt, oder? Was kann eigentlich noch schneller gehen? Aber man sieht es, die Entwicklung schreitet voran, Materialien werden anders, Stöcke, Schüsse werden schneller und so weiter und so fort. Also das ist wirklich spannend, um das mitzuverfolgen. Ja, definitiv. Du hast auch deine Karriere 2007 beim ZSC beendet. Du hast mal gesagt, du willst nicht von Zürich weg. Das ist so, ja. Bist du immer noch so mit dem ZSC verbunden? Kommst du noch ins Hallenstadion? Verfolgst du das Ganze aktiv? Absolut. Also heute, diese Saison ist es heute das erste Mal aktiv. Nein, ja. Aber sonst, sonst bin ich immer so 4-5 Mal in der Saison bin ich immer im Stadion gewesen. Das lässt einem nicht los, oder? Das ist, man liebt den Sport und man hat die Verbundenheit, auch wenn es natürlich nicht mehr alltäglich ist, auch wenn sich das Leben jetzt halt in eine andere Richtung entwickelt hat, das ist ja so, aber es ist jedes Mal auch wie ein Heimkommen. Auch wenn mittlerweile die einen oder anderen Spieler nicht mehr da sind, also ich glaube von der aktuellen Mannschaft ist es vielleicht gerade noch der Blinde, wo ich noch zusammen gespielt habe und damit hat es sich. Ja, also, aber das ist halt, das ist sehr schnelllebig und das ist ja mittlerweile schon fast die zweite Generation nach mir. Ja, kann man fast so sagen. Trotzdem bist du natürlich nie in Vergessenheit geraten bei uns. Schön. In Zürich. Ich glaube, alle Fans, die schon länger dabei sind, kennen dich, wissen, wer du bist. Das gibt uns heute auch die Möglichkeit, aus deiner Position die Verteidigung zu analysieren, oder? Vom ZSC? Ja, das werde ich ganz sicher machen. Also ich hoffe, dass meine Kenntnisse nicht so verstaubt sind in dieser Zeit. Aber nein, da werde ich ganz sicher ein Augenmerk drauf legen. Und ich habe mir da auch einen speziellen Spieler rausgepickt, den man heute gerne mal ein bisschen verfolgen würde. Das wäre der Phil Baltisberger. Er ist eigentlich auch ein ehemaliger Urdorfer, so wie ich. Ich bin auch zu Urdorf gross geworden. Ich habe dann den Weg über Kloten gemacht, dort in die Elite-Junioren. Und
dort gesprungen mit 17 in die erste Mannschaft. Und ja, ich han, für mich war Zürich immer Zürich gewesen, und das war für mich eigentlich damals der Challenge gewesen, oder? Jeder hat sich wahrscheinlich an den Kopf gelangt, wieso dass ich mich für so einen Club als Nationalspieler seinerzeit für so einen Club entschieden habe damals. Absolut, ja. Aber der Entscheid, den bereue ich heute zu 0%. Das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du immer noch so mit der ZSC Lions mittlerweile verbunden bist. Ja, ich meine, heute auch ein spezielles Spiel in dem Sinn. ZSC ist frisch zurück aus der Quarantäne. Sie haben gestern zwar die erste Partie schon wieder bestritten und erfolgreich bestritten. Es war zwar ein hart umkämpfter Match gewesen. Sie haben im Penalty-Schüsse erst Servet können bezwingen. Hingegen Rappi ist aktuell so ein in den knappen Spielen unterwegs. Haben gestern aber doch mit 4:1 gegen Ambri Piotta gewonnen. Darum, es wird ein spannendes Spiel. Ich weiss nicht, wie schätzt du das ein? Ich meine, die Spieler vom Z haben jetzt nicht so viel Eiszeit können absolvieren in den letzten paar Wochen, kann man schon sagen. Ich meine, das letzte NLA-Spiel vor Servet 20 Tage her. Mhm. Dazwischen noch das Göpp-Spiel. Ja. Was denkst du, werden sie müde sein? Werden sie ein bisschen zu kämpfen haben heute nach so einem langen Spiel wie gestern? Also, wenn ich zurückschaue, wie es bei uns war, nein. Man hat ja schliesslich eben auf das angeschafft, die ganze Vorbereitung und so weiter. Und Saison ist Saison und das schaltet man eigentlich aus. Klar, es ist ein weiter Heimweg natürlich dann auch noch zusätzlich, aber es ist ja dann auch am nächsten Tag meistens so, dass man dann halt auch nicht gerade das Morgentraining nicht bereits schon ja. auf die 9 Uhr ansetzt, wenn man irgendwie morgen um 3 Uhr heimkommt, das ist klar. Aber ich bin überzeugt, die Spieler sind voll da. Was schwieriger ist, ist natürlich halt den Rhythmus wieder zu finden, oder nach einer Pause. Und das Absolut. Ist halt immer so, oder? Dass dort der Wettkampfrhythmus schon einmal ein bisschen anders ist. Ja, ich glaube, in der aktuellen Situation mit Corona, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, wir haben sehr viele Spielverschiebungen, Spielabsagen, das Ganze wirklich von späteren Zeitpunkt angesetzt. Wir wissen auch nicht, wird die Saison überhaupt fortgeführt. Wir hoffen natürlich schwer, es ist möglich, so die Meisterschaft fortzuführen. Was denkst du mit diesen Unterbrüchen? Du hast gesagt, der Rhythmus geht verloren. Hast du das Gefühl, es fehlt dann auch ein bisschen etwas an der Kommunikation auf dem Eis zwischen den Spielern? Oder denkst du, das ist immer noch gleich wie vorher? Nein, da glaube ich nicht. Also, es ist vielleicht, dass man irgendwie in einer gewissen Situation vielleicht anders reagiert oder weniger schnell. Oder? Und das ist dann halt genau so die halbe Sekunde, wo dann der Unterschied macht, oder? Ob man am richtigen Ort steht oder nicht, oder ob man einen Zweikampf gewinnt oder nicht. Und das kann dann ausschlaggebend sein, natürlich. Aber darum tut eigentlich auch der Trainer das Training während der Sonnenpause dann anders gestalten. Oder? Man trainiert Absolut, eigentlich dann nochmal intensiver, oder? Sogar noch auf dem Eis, um eigentlich auch dort den Rhythmus und alles hoch zu behalten und geht dann erst so in der zweiten Hälfte von so einem Break eher ins Taktische rein. Absolut. Du hast angesprochen, sie haben ein anderes Training gehabt. Davon werden wir dann vom Dave noch ein bisschen mehr hören, heute nach dem Spiel in dem Interview. Mhm. Ein weiterer Punkt, wo wir heute uns ein bisschen darauf achten können, ich meine, beim Z diese Saison immer ein bisschen ein Thema sind Strafen gewesen. Auch ein bisschen die letzte Präzision. Ich bin gespannt, wie das heute ist. Wir haben es vorher von Martin gehört. Er beobachtet heute vor allem den Phil Baltisberger. Ich habe mir ein bisschen den Pius Sutter rausgepickt. Er ist sozusagen zurück beim ZSC, hat diese Saison bis jetzt bei GCK gespielt, da er immer noch ausgelehnt ist, bis die NHL vorgesetzt wird bzw. überhaupt anfängt. Ja, wir sehen jetzt gerade, die Spieler sind eingelaufen, haben sich aufgestellt, sind sich jetzt noch ein bisschen so die letzten Runden am Drehen auf dem Spielfeld. Es wird, glaube ich, ein spannendes Spiel heute Abend. Ich glaube, es ist nicht die unknappste Sache, die wir je erlebt haben im Hallenstadion. Ja, das glaube ich auch nicht. Ja. Also, ich mag mich auch an ganz knappe Spiel gegen Rapperswil-Jona-Lakers erinnern. Auch so gewisse Playoff-Spiele, wo ich dann sogar noch Restausschluss hatte und so weiter. Das ist präsent, wie wenn es vorgestern gewesen wäre. Aber ja, ich bin überzeugt, genau so wie du, dass das sicher ein interessanter Match wird.
Ja, wir haben es auch angesprochen vorher, es sind immer knappe Spiele. Wenn man jetzt so ein bisschen schaut auf die letzten 6 Spiele, dann sind 3 Partien erst in der Verlängerung bzw. nach Penaltyschüssen entschieden worden. Darum sicher keine einfache Sache gegen Rapperswil, wo auch noch ein bisschen Aufwind dürfte haben nach dem 4:1-Sieg. Oder wie ist das einmal, Martin? Absolut. Und die kommen natürlich auch hier ins Stadion gegen den Favorit. Oder? Ganz klar, es sind ZSC Lions. Und da sind sie natürlich nochmal spezieller motiviert. Oder? Und die wissen ganz genau, oder, dass auch Zürcher dort den Break gehabt haben, den Rhythmus zuerst empfinden. Und das werden sie auch ganz klar ausnutzen. Was würdest du jetzt sagen, ist das Wichtigste, was die Defense heute Abend muss können machen? Ich meine, wir haben sehr verschiedene Spieler. Wir haben Tim Berni, der mit seinen Pässchen und Tricks den Gegner einmal stehen lässt, kann man so sagen. Und wir haben auch physisch starke Spieler, wie eben auch ein Marti oder auch ein Phil Baltusberger, die da natürlich anders agieren. Mhm. Ja, wichtig wird sein, dass der Fünferblock immer kompakt bleibt. Oder? Dass die Verteidiger natürlich auch immer aufschliessen. Wenn das Spiel in der Angriffszone ist und sich nicht zu schnell zurückkehren lassen. Und natürlich auch Träumenge machen, so quasi, dass die Flügel das Tempo nicht aufnehmen können. Ja, absolut. Wir haben jetzt gerade gesehen, das Spiel hat angefangen. Der ZSC ist jetzt gerade in Böckbesitz, sind im Moment noch im eigenen Drittel. Der Pass ist angekommen. Sind jetzt in der gegnerischen Zone, kurz vor dem Goal schon mal ein schöner Abschluss gewesen. Mittlerweile Rappi wieder im Böck-Besitz, sind im Moment in der neutralen Zone drin. Der Böck geht hinter das Goal von Ludovic Weber, der heute Abend im Goal steht, anstelle von Lukas Flüeler, der gestern Vorrang hatte. Das ist ja bei Zürich immer ein Wechsel mit dem Goalie-Duell. Genau. Sie sind aktuell noch um den Berg am Kämpfen, hinter dem Goal von Melvin Niffeler. Und Rappi wieder im Bergbesitz. Im Moment hat noch keine Mannschaft so ein bisschen den energetischsten Start gehabt, oder? Was würdest du sagen? Das wäre in dem Fall das erste Gegengoal gewesen. Eine kuriose Szene beim Ludovic Weber. Der Böck ist lang auf der Linie gelegen. Und irgendwie ist da ein Rappi-Spieler noch mit der Schaufel drangekommen und hat den können versenken. Ja, es war auch vorausgehend die Situation gewesen, dass dort auf der blauen Linie, auf der eigenen blauen Linie, der Flügel von Rappi Zuspiel bekommen hat. Wer ist das gewesen? Tim Berni hat sich zu fest zurückgehen lassen und nachher hat er auch kein Tempo gehabt, so quasi im Rückwärtslaufen und hat sich übertölpeln lassen. Ja. Unglücklich. Ja, das ist das, was du glaub, vorher angesprochen hast. Sie haben die Flügel nicht können aufhalten und dementsprechend ist Rappi auch mit etwas Tempo in die Zone gekommen. Ein bisschen Pech für den ZD, dass die Scheibe nicht können blockiert werden auf der Torlinie. Wir haben es gerade noch mal gesehen, ja, knappe Sache. Da war der Rappi-Spieler einfach ein bisschen schneller gewesen. Ja, aktiver. Und gerade auf den Goal können ziehen. Ja, ja, frühe Gegengoal. Was ist das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen, Martin? Wie müssen die Jungs agieren? Abschütteln, ignorieren, fertig, weiter geht's. Also das ist, natürlich darf so Zeug nicht passieren. Jetzt wird sogar das Goal noch überprüft. Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb. Ich könnte mir maximal vorstellen, ob die Scheibe echt schon blockiert war. Es hat aus meiner Perspektive aber nicht so ausgesehen. Nein, denke ich auch nicht. Nein. Also, so wie wir das gesehen haben, war die Scheibe eigentlich noch spielbar gewesen. Im Ecke, beim Pfosten gelegen, auf der Linie, nicht blockiert vom Weber. Aus unserer Perspektive, wir werden es jetzt sicher gerade noch mal hören, sobald sich der Head-Schiedsrichter das angeschaut hat. Genau. Das gibt uns noch ein bisschen Gelegenheit, auf die Aufstellung zu schauen. Wie gesagt, heute der Ludovic Weber im Goal von Zürich und der Noel Bader bei Rapperswil hat heute Vorrang bekommen vor Melvin Niffeler. Ansonsten bei Zürich keine grossartigen Änderungen. Sie spielen auch wieder mit dem 13. Stürmer, wie wir das diese Saison schon kennen. Mhm. Vielleicht kannst du uns noch schnell sagen, was ist der Vorteil von diesem Spielmodell mit dem 13. Stürmer? Oder warum machen sie das?
entlasten oder auch den Rhythmus brechen vom Gegner, oder? Dass der Gegner natürlich sich nicht irgendwie einfach auf eine gewisse Linie kann einspielen oder einstellen. Das ist natürlich dann halt auch ein bisschen das, was Coaching ausmacht, oder? Irgendwie zum halt auch den Gegner können so zu irritieren und mit seinem Spielermaterial eigentlich können ausspielen. Ja, du sagst es richtig. Ich glaube, das passt auch ein bisschen zu dem, was Z-Spieler immer wieder sagen, wenn wir unser Hockey spielen. Zürich Hockey schnell den Überraschungsmoment ausnutzen, Dominanz zeigen, physisch, aber auch spielerisch sehr stark ziehen. Ich glaube, das passt auch recht gut auf das. Absolut, ja. Das ist so, ja. Aktuell sind Schiedsrichter immer noch die kuriose oder ja für sie anscheinend kuriose Szene am Überprüfen. Anscheinend gibt es da doch noch mehr Unklarheiten, als wir da gesehen haben. Offensichtlich, ja. Gut, wir sind auch ein bisschen weiter weg, muss man sagen. Absolut. Aus dem Winkel natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Aber für mich hat die Scheibe absolut noch spielbar ausgesehen. Ja. Die war meiner Meinung nach nicht unter dem Torhüter blockiert gewesen. Ja, es sind noch nicht einmal ganz 2 Minuten gespielt in diesem Drittel und trotzdem hat Rapid da schon die Oberhand gehabt. Das Goal wird aberkannt, tatsächlich. Effektiv, wow. Nach dem Videostudio können festgestellt werden, dass alles klar. Okay, das wird aberkannt wegen einer Goalie-Behinderung. Jawohl. In dem Fall haben wir noch keinen Gegentreffer, den nehmen wir auch, oder? Ja, nehmen wir. Es ist weiterhin 0-0. Die Scheibe ist jetzt wieder im Spiel. Aktuell mit dem Dennis Holstein in der gegnerischen Zone. Der Scheibenbesitz jetzt aber wieder bei Rapperswil. Ja, im Moment hat noch keine Mannschaft überhand. Es ist nicht so ein starker Start, wie wir gestern von Zürich erlebt haben, würde ich fast sagen. Nein, die körperliche Präsenz, also eben mal irgendwie mal einen richtigen Check oder einen Hit, wie man irgendwie so in der Hockeysprache sagt, irgendwie, zu setzen, hat auch noch nicht stattgefunden. Jetzt man versucht den Abschluss, aber eher so aus Distanz, kein Problem für den Rappi-Goalie. Absolut, ohne Problem haltbar gewesen, der Abschluss von Pius Sutter. Ja. Ja, jetzt gibt es natürlich wieder ein Bulli im Drittel von Rapi. Das ist immer wichtig zum Gewinnen, oder? Das Momentum auf seine Seite zu ziehen. Ja. Der Bulligön ist auch gelückt, aber es wird nochmal gespielt. Offenbar war da etwas nicht ganz korrekt gewesen. Schiebe jetzt wieder im Spiel und im Besitz von Zürich in Form von Christian Marti gibt den Pass hinter das Goal zum Marco Pedretti und da ist die Scheibe auch schon wieder draussen. Ja, viel Unterbrüche aktuell. Ich würde sagen, in diesen 30 Sekunden haben wir doch 4 Unterbrüche gesehen. Die Scheibe immer wieder aus dem Spielfeld raus bzw. blockiert. Genau. Ja, und so kann natürlich auch kein Fluss entstehen. Das ist ja so. Ja, du sagst es auch. Eben, das ist. Es gibt die Spiele, die können sich dann ganz anders entwickeln. Das kann zu einer Schlacht werden oder ich könnte dann plötzlich mehr flüssig werden im Verlauf des Matches. Dann gibt es andere Spiele, die ich auch schon erlebt habe. In seiner Zeit einmal gegen Freiburg, da war ich noch zu Kloten. Der erste Unterbruch nach sage und schreibe 8,5 Minuten. Alles klar, ja, dann hast du natürlich die Möglichkeit zu spielen. Andererseits ist das auch wieder anstrengend. Jetzt ist Rapi wieder in der Zone von der ZSC Lions immer noch in Backbesitz, kann aber entscheidend gestört werden von Garrett Rowe, wo sich da gerade gegen 2 Rappi-Spieler hat müssen behaupten, ist jetzt wieder im Backbesitz. Ja. Die Scheibe aber jetzt bereits schon wieder bei Rapperswil. Momentan tut mir Rappi auch ein bisschen aktiver. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Habe ich auch das Gefühl, sie sind da ein bisschen mehr am Drucken auf die Zürich-Spieler und die wissen sich gerade aktuell nicht zu helfen. Da ist ja Marti am Boden, Rappi vor dem Goal und ein Abschluss, aber nebst Goal. Nicht ganz ungefährlich gewesen, wenn er das Goal trifft. Es war ein bisschen unübersichtlich gewesen, wer wie wo. Und dann ist der Rapi-Verteidiger nach innen gestochen, zugespielt, überkommen. Aber glücklicherweise trifft das Goal nicht.
Ja, ein bisschen Glück gehabt. Jetzt hat es ein Icing gegeben. Zürich hat sich da noch mit einem unerlauten Befreiungsschlag zu helfen gewusst, beziehungsweise auch noch mit Hilfe von einem Rapi-Spieler. Das Bulli ist wieder an der Z gegangen. Wichtig, die Bulli gewinnt. Genau. Jetzt mit dem Chris Baltisberger. Die Scheibe bereits aber wieder bei Rapi. Auch dort ein paar ungenaue Pässe. Also von Präzision können wir jetzt bei beiden Teams noch nicht so viel sehen. Aber Rapi kommt da doch wieder immer entscheidend rein mit dem nötigen Momentum auf ihrer Seite. Ja, es ist irgendwie momentan wie so ein bisschen eine Unsicherheit in der Luft. Also auch Zürcher lehnt sich doch recht zurückgehen in die eigene Zone. Und jetzt doch. Jetzt ist das ganz 1-0 klar gefallen. Definitiv, da gibt es keine Diskussion mehr. Obwohl wir eigentlich 3 Zürcher im Mur-Format hatten vor dem Goal. Die Sicht von Weber da wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt gewesen noch. Hat es jetzt das Goal gegeben? Ja, aber sie sind auch zu wenig neu beim Gegner gewesen. Also der Gegner hat dort immer noch Zeit gehabt, um einen Bogen machen, quer durchs Drittel durchlaufen. Und wir hatten wirklich Zeit gelassen. Also man hat gesehen gehabt, dass die 3 Zürcher doch schon fast so ein bisschen oberen Drittel Bulli-Kreis gewesen sind, was viel zu weit weg ist. Also. Bereits das nächste Icing, kurz nachdem wieder abpfiffen wurde, ist nach dem 1-0 für Rapi. Oder 0-1 leider aus Zürcher Sicht. Auch jetzt heisst es ja weiterhin führen schauen, weiterspielen, ein bisschen den Tritt finden in diesem Spiel, kann man fast sagen, oder Martin? Ganz genau. Also, da gilt es gar nicht darüber nachzustudieren. Wir sind eigentlich noch relativ früh im Match geschehen. Von dem her sind da noch 56 Minuten Zeit, um das zu korrigieren. Absolut. Zürich jetzt auch gerade im Backbesitz in Form von Freddy Patterson, der da versucht, das Spiel aufzuziehen. Der Pass geht zum Patrick Gehring, der da bereits die Scheibe wieder verliert in der neutralen Zone. Genau. Jawohl. Jetzt geht wieder ein Zürich-Spieler vor dem Goal, beziehungsweise jetzt hinter dem Goal vom Butter. Es ist ein Hin und Her. Der Böck ist nie länger als 10 Sekunden im Sitz der gleichen Mannschaft. Jetzt Rapi wieder gefährlich vor dem Goal. Der Pass ist fast angekommen. Stark müssen interveniert werden. Ein schöner Pass von Pius Sutter, der jetzt selber gerade vor das Goal fährt vom Badel. Der Pass ist leider nicht angekommen. Der ist wieder nicht angekommen, genau. Sonst wäre das eine schöne Chance gewesen, eigentlich schon fast. Ja. Jetzt wieder Rapi. Ein Pass vor das Goal vom Weber. Zürich kann da aber den Back wieder an sich reissen. Und jetzt aber der Bader, der die Scheibe wieder ins Spiel bringt. Der Pius Sutter wieder im Backbesitz. Geht hinter das Goal. Sie wissen im Moment nicht so recht, welchen Spielzug sie da aufziehen sollen. Es gibt zwar Chancen, Möglichkeiten, noch nicht wahre Chancen, hätte ich jetzt gesagt, aber irgendwie fehlt da das letzte Quäntchen Entschlossenheit. Ja, und auch, also man sieht auch, Rapi ist im eigenen Drittel doch kompakt. Also ihre Fünferblock, sie machen 3 Mengen. Zürcher haben eigentlich nur irgendwo in den Ecken aussen Möglichkeit, zum Schieben zu kontrollieren und gar nicht irgendwie gefährlich vor das Goal zu fahren. Ja, das heisst richtig. Jetzt hat sich da aber der Rowe fast können schieben, erobern. Jetzt der Tim Berni, einen schönen jetzt Pass vielleicht gegen die Mitte. Der Schuss geht aber am Goal vorbei. Und schieben bereits wieder im Sitz von Rapi, der da gefährlich vor das Goal kommt. Und der Weber kann oder das Schüssli blockieren. Kein Problem für ihn da. Aber dennoch, wieder während dem Wechsel hat Rapi eigentlich können mit Tempo ins Drittel von Zürich reinfahren und sich da eigentlich wieder gefährlich positionieren vor dem Goal. Ich glaube, da machen unsere Jungs noch ein bisschen zu wenig, um sie da aufzuhalten. Ja, also sind schon jetzt schon 2, 3, 4 Situationen so gewesen, dass gerade wirklich in einer unglücklichen Situation oder in einer unglücklichen Position Scheibenverluste gewesen sind, oder? Und die dürfen halt nicht passieren.
Da auch wieder die Scheibe nach vor dem Goal durch vom Weber. Rappi hat sich da eigentlich nicht schlecht in der Zone positioniert. Werden da angegangen vom Rowe, der heute auch physisch stark spielt. Jetzt Zürich im Backsitz, kurze 3 gegen 2 Situation, bereits aber wieder aufgehoben. Ja. Ein guter Schuss aufs Goal vom Bader, leider ein bisschen daneben. Mhm. Und der nächste Unterbruch. Jetzt gibt es eine Strafe. Jawohl. Stockschlag. Ich nehme es an. So, Gelegenheit für Zürcher. Jawohl. Also, das gibt das erste Powerplay für den ZSC. Jetzt müssen sie stark ins Drittel reinkommen, sich positionieren und abziehen. Wir sehen hier auch, der Hollenstein ist auf dem Eis, der Simon Bodemann ist auf dem Eis, der Patrick Gehring. Da hat das Bulli nochmal wiederholt werden, weil der Markus Krüger dort anscheinend einen Fehler gemacht hat. Die Scheibe ist leider aus dem Drittel dus. Jetzt heisst es durchschnaufen und Tempo geben, oder Martin? Ja, unbedingt. Also jetzt nicht. Eigentlich müssen wir, und da höre ich immer wieder Coaches, als ich noch aktiv war, die gesagt haben, es heisst nicht das Tempo verlangsamen, wenn man Powerplay hat, sondern das Tempo erhöhen. Man hat einen Spieler mehr und man hat Gelegenheit, man hat mehr Freiraum und da muss man die Scheibe viel schneller laufen lassen. Oh, jawohl, bravo! Wunderschön! Sehr schön! Da hat der Patrick Gehring abgezogen und getroffen. Die Scheibe ist, so wie ich es gesehen habe, noch super. kurz abgelenkt worden. Genau. Sehr schön! Ich glaube, der Markus Krüger hat da den entscheidenden Ablenker gemacht. Wir schauen es uns gerade noch mal an. Siehst du das? Knapp. Ich habe gemeint, das sei der Krüger gewesen, der die Scheibe noch entscheidend abgelenkt hat ins Goal vom Bader, der da keine Chance hat, um die noch blockieren. Ah. Jawohl. Ich sehe es von mir aus nicht ganz genau. Auf jeden Fall ein genau positionierter Schuss von Patrick Gehring da, von unserem Captain. Sehr schön. Für das spielen wir das Powerplay, um nachher ein 1:1 zu erreichen. Genau. Also alles wieder offen. Du sagst richtig, jetzt ist alles wieder offen. Jetzt heisst es so weitermachen. Und alles klar. Der Pius Sutter ist das noch, der entscheidend abgelenkt hat. Nein, der Krüger. Ah, wirklich? Ja, Pius Sutter hat den zweiten Assist. Alles klar. Entschuldigung, habe ich das falsch gehört. Alles gut. Sehr gut. Also haben wir es doch richtig gesehen am Anfang. Ja. Jetzt bereits Rapperswil wieder gefährlich vor dem Goal. Der Weber da einen Abpraller zulassen. Die Scheibe hat aber können wegspediert werden. Jetzt sind sie wieder aus dem Drittel draussen. Oh, schön abgefangen da. Die Scheibe vom Z-Spieler. Gefährlich vor das Goal, aber die Scheibe ist blockiert vom Bader. Der war da ein bisschen schneller gewesen. Ja, jetzt spüre ich langsam die Energie, die wir brauchen vom Z, oder? Absolut. Jetzt stehen sie bereits wieder am Bulli-Punkt. Das Mal ist es der Pius Sutter, der das Bulli bestreitet. Aber leider ist das verloren gegangen. Rappi im Scheibenbesitz. Versuchen das Spiel aufzuziehen. Sind jetzt aus ihrer Zone draussen. Sind da entscheidend gestört worden. Der Simon Bodemann hat gerade aufs Goal abgezogen. Leider am Goal vorbei. Aber die Scheibe kommt langsam in die richtige Richtung. Ja, es hat dann ein bisschen Aufwind gegeben. Also, der Ausgleichstreffer. Sind jetzt auch ein bisschen aktiver. Jetzt aber Rappi wieder gefährlich vor dem Goal. Hat aber können aufgehalten werden von einem Verteidiger von Zürich. Die bereits wieder auf dem Vormarsch. Ah, der Pass ist leider nicht ganz angekommen. Sind wieder in der neutralen Zone. Jetzt wird gewechselt. Der Patrick Gehring jetzt im Backbesitz hinter dem Goal von Ludovic Weber. Fährt jetzt richtig gegnerische Zone. Dort wird die Scheibe abgefangen von Rappi.
Jawohl, aber sie greifen jetzt auch den Rappi-Verteidiger früher an, also Z-Stürmer. Das forciert natürlich auch den Rappi-Verteidiger, um die Scheibe schnell versuchen zu spielen. Dadurch entstehen auch wieder Fehlpass, wo man eigentlich auch die Situation dann wieder nutzen kann. Absolut. Wir haben jetzt knapp 10 Minuten gespielt im ersten Drittel. Es ist alles noch offen, es ist ausgeglichen aktuell. Zürich ein bisschen mit Aufwind, aber Rappi immer noch sehr stark dabei. Jetzt der Gerard Rowe im Backbesitz. Hat da hier Umrandung getroffen von hinten. Deswegen Rappi gefährlich vor dem Goal. Aber wieder Rowe mit einem Fehlpass. Jetzt ist Zürich aus der Zone draussen und im Drittel von Rappi. Der Chris Baltisberger versucht das zu stören hinter dem Goal von Bader. Es gelingt ihm aber nicht ganz. Und der Weber passt hier weiter an Maxim Noro, Garrett Rowe. Und jetzt fahren sie wieder vor das Goal von Bader. Der Noro im Backbesitz. Der Pass ist leider nicht ganz angekommen. Der Topscorer von Rappi jetzt bereits wieder mit der Scheibe am Stock. Und wieder im Drittel vom Z. Und jetzt der Phil Baltisberger, der hier rausfährt ins Drittel und versucht abzuziehen aufs Goal. Die Scheibe blockiert worden vom Rappi-Spieler in der neutralen Zone. Und der Weber spielt da den Pass wieder vorne zum Freddy Patterson, der durch die neutrale Zone kurvt. Schön ausgespielt. Schön, ja. Jetzt wieder im Drittel von Rappi drin. Zürich im Moment stark im Scheibenbesitz. Der Freddy hat da abgezogen. Ein Abpraller. Leider ist da keiner gestanden, der das hätte versenken können. Und jetzt wieder Rappi im Backbesitz. Im Drittel von der ZSC Lions. Ja, man sieht es, im Moment werden die Rappi-Spieler stärker angegangen. Zürich versucht da etwas zu forcieren. Sie haben nicht mehr so die Freiräume, die sie am Anfang des Spiels hatten. Sie stören früher, wie du vorher richtig gesagt hast. Mhm. Worauf sie jetzt auch wieder die Scheibe können zurückgewinnen. Ja, der Böck ist hart umkämpft aktuell. Der Freddy Patterson jetzt aber hinter dem Goal vom Weber und verliert die Scheibe. Ganz schlechter Knapp. Entscheid. Sehr schlechter Entscheid. Ja. Also er hat, der Patterson hat eigentlich gerade direkt ins Lot wollen. Und dort durch die Mitte rausfahren, hat dann die Scheibe verloren. Und das hat natürlich eine Chance gegeben für Rappi. Glücklicherweise abgelenkt und jetzt die Bulli vor dem Goal. Absolut. Vom Z. Ja, der Beck hat noch knapp können über das Goal gelenkt werden. Ein weiteres Bulli. Bis jetzt stehen wir nicht schlecht dran mit dem Bulli-Gewinn. Wir haben auch das können für uns entscheiden. Da werden die Zürich-Spieler aber stark angegangen. Bereits der nächste Unterbruch, weil das Goal verschoben wurde. Ja, das gibt uns kurz Gelegenheit, auf unsere Players to Watch zu schauen. Was sagst du bis jetzt nach diesen 12 Minuten zum Phil Baltisberger? Wie viel hast du von ihm gesehen? Was erwartest du noch zu sehen? Solid. Vielleicht würde ich ein bisschen mehr körperliche Präsenz erwarten, dass er wirklich da mal, auch er mit seiner Statur, ist ja auch kein, ja, so wie wir hier früher gesagt haben, kein Würfel, sondern ein Spieler mit Format und da sicher mal könnte seinen Körper sich zunutze machen. Absolut, das sehe ich wie du. Auf der anderen Seite der Pius Sutter, der bis jetzt eigentlich keine schlechte Partie zeigt, ein paar schöne Pässe gespielt, auch entscheidende Abschlüsse bzw. Pässe gespielt dort bei dem 1:1. Wir schauen jetzt noch schnell auf Rappi. Der Topscorer von Rappi ist kein Unbekannter in Zürich. Der Roman Cervenka hat auch mal beim Z gespielt. Ist jetzt natürlich bei Rappi einer der gefährlichsten Spieler überhaupt. Mhm. Ist so, ja. Also. Eben, das gibt es immer wieder, oder? Irgendein Spieler, wo vielleicht ja, in einem Team irgendwie nicht gross auffallen, aber dann irgendwo den Knoten können bei einer anderen Mannschaft aufmachen. Richtig, und ja. Dann plötzlich zu Scorer und Topscorer werden. Und dann wirklich auch dort könnte Match entscheiden.
Absolut, richtig. Im Moment ist jetzt gerade wieder Zürich Impact Besitz. Es sind noch 7,5 Minuten zu spielen im ersten Drittel. Der Pass geht aber die blaue Linie und ein schöner Abschluss, wo aber einen Abpraller gegeben hat, wo bei Robby gelandet ist. Von Patrick Gehring ist das, glaube ich. Mhm. Auch der auffällig heute. Stark. Ja. Und auch da ein Abpraller vom Weber. Ein Schüssel ist auf sein Goal gekommen. Da aber problemlos. Und jetzt Bio Sutter im Backbesitz spielt da den Pass für zum Dennis Hollestein im Drittel von Rappi hinter dem Goal von Bader. Und aber schon wieder Rappi im Backbesitz. Der Pass vom Hollestein ist nicht ganz angekommen. Ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich eins hin und her aktuell. Mhm. Sie fahren von Zone zu Zone und wieder retour. Das ist so. Da Spulen Kilometer ab. Ja, sag's nicht. Der Noro hinter dem Goal von Bader versucht den Pass in die Mitte zu spielen, findet aber keine Anspielstation. Jetzt der Brassel, glaube ich, schöner Pass vor das Goal. Leider nicht ganz beim Chris gelandet. Aber der Back noch in der Zone von Rabi, jetzt aber bereits wieder draußen. Genau. Der Rowe hat hier die Anspielstation nicht richtig getroffen. Der Berg ist nicht ganz von Stock zu Stock gegangen, wie man so schön sagt im Hockey. Jetzt wird gerade noch gewechselt bei Rappi. Sie fahren aus der eigenen Zone vorwärts und die Scheibe ist aber draussen. Genau. Der Lupfer ist ein bisschen zu weit gegangen. Der war ein bisschen zu weit. Darum jetzt auch Bulli in der mittleren Zone. Ja, er hat da versucht, die Scheibe einzuspielen aus der neutralen Zone, aber zu weit durch. Der Böck ist im Abfangnetz gelandet. Ja, weitere Unterbrüche. Z kann ein weiteres Bulli für sich entscheiden. Und jetzt der Freddy Patterson wieder an der Scheibe, verliert ihn da aber gerade in der Zone von Rappi. Versucht es zurückgewinnen, verliert aber den Zweikampf. Und jetzt ist er aber bereits wieder an der Scheibe. Der Mann ist unglaublich schnell, der fährt von einem Eck ins andere. Er hat eine rechte Präsenz, ja. Also seit er da ist. Irgendwie kann praktisch in den letzten Jahren, oder letzten Saisons, habe noch immer wieder irgendwie gesehen. Oder? Und dann, man sieht ihn einfach, oder? Mit seiner Art, er ist wirklich aktiv. Absolut, er ist ein sehr präsenter Spieler, das heisst richtig, er hat auch gestern zwei Penalty können versenken, auf eine Art, die man gar nicht kennt von ihm. Anstatt Slapshots, oh, jetzt gerade gefährliche Zone, hat aber können blockiert worden von Patrick Gehring, der sich da aufs Eis gelegt hat, sehr schön. Er hat gestern die Partie können entscheiden mit einer Coolness, die ich selten gesehen habe von einem Spieler. Höchstens vielleicht von Nilsson, wo er die spitzbübische Frechheit gehabt, vor dem Penalty noch zu lächeln. Ja. Ich glaube, das hat auch niemand vergessen bis heute. Das hat niemand vergessen. Und bereits der nächste Unterbruch. Wieder Bulli in der neutralen Zone. Ja, wir haben verschiedene Persönlichkeiten bei der ZSC Lions. Wie ich schon angetönt habe am Anfang des Spiels, wir haben sehr spielerische, talentierte Spieler, physisch starke Spieler. Ich glaube, es ist ein bunter Mix, aber das macht Zürich eben aus. Ja, und das macht eben auch nachher ein Team erfolgreich, oder? Vor allem, absolut, wenn man quasi die Diversifikation, wie man so schön sagt, oder? Von unterschiedlichen Spielerqualitäten kann zusammenbringen und sich auch zunutze machen. Ja, ich glaube, das ist auch die grosse Kunst eines Trainers, da die verschiedenen Talente zu vereinen und wirklich zu einem Team zu machen. Mhm. Jetzt bereits wieder Rappi im Backbesitz. Sie versuchen das Spiel ein bisschen schnell zu machen. Passpräzision jetzt ein bisschen besser. Wird hier angegangen von Marti, erfolgreich der Back im Besitz von Maxim Noro. Jetzt beim Christian Marti, der versucht führend zu spielen zum Chris Baltisberger, der Pass ist angekommen. Jetzt bereits wieder in die Zone von Rapidine. Das Spiel ist ein bisschen schneller als am Anfang. Der Back hat knapp jetzt im Drittel gehalten. Es wäre ein Schuss aufs Goal. Schön, leider hat da der Ablenker nicht genutzt werden vom Raphael Brassel.
Der Dario Truttmann jetzt wieder in der eigenen Zone drin mit Pass zum Garrett Rowe, der an die blaue Linie spielt. Und jetzt geht er selber vor das Goal, versucht zu fahren. Schöner Abschluss. Der Bader da aber ohne Unsicherheit. Souverän, ja. Sehr souverän, ja. Aber auch der Weber, die letzten paar Schüsse, die auf sein Goal kamen, sind nicht problemlos abfangen. Ausgleichen im Moment, hätte ich gesagt. Ja. Nicht nur das Resultat, sondern auch, was sich auf dem Spielfeld zeigt. Was wir eigentlich gesagt haben? Eine knappe Partie eventuell? Bisher schon, genau. Ja, bereits der nächste Unterbruch. Die Scheibe ist wieder blockiert vom Noel Bader. Und es gibt das nächste Bulli. Jetzt sehen wir gerade, der Roman Wick steht auf dem Eis. Was ich von ihm ein bisschen vermisse, sind so seine Trickli, ehrlich gesagt. Diese Saison, bis jetzt. Ja, ich kann ich jetzt nicht gerade so unterschreiben, weil muss ehrlich gestehen, ich habe nicht jedes Spiel live verfolgt. Oh, die Scheibe blockiert vom Weber. Jawohl. Ja, nein, zurück zum Roman Wick. Ich habe nicht jedes Spiel live verfolgt. Aber wenn wir das Spiel heute anschauen, ist er wirklich noch nicht so präsent, wie er eigentlich, ja, wie man ihn kennt. Ja. Ja, das sind andere aktuell präsenter. Eben, wir haben es vorher angesprochen, Freddy Patterson, der da. Ja, er ist einfach. Er wirkt irgendwie ein bisschen autoritär auf mich, das kann man fast sagen. Obwohl er ja nicht durch seine Größe bekannt ist, sondern durch seine Schnelligkeit und durch seinen gewaltigen Slapshot. Genau. Da gefährliche Szene. Der Becker konnte vor das Goal kommen, der Abschluss aber nicht ganz gelungen. Und jetzt der nächste Unterbruch. Sieht nach einem Offside aus. Sieht nach einem Offside aus, ja. Ja, da ist ein Zürich-Spieler schnell reingefahren. Und darum gibt es jetzt das nächste Bulli. Das Bulli muss auch wiederholt werden wegen einem Fehler von Roman Cervenka. Und Bulli gewinnt für Zürich. Wir müssen aber dieser Scheibe zuerst nachfahren. Jetzt schön von Martin, der Pass aber nicht ganz schön angenommen werden. Wir haben jetzt müssen schauen, dass sie nicht nochmal in eine Offside-Position einlaufen. Aktuell Rappi wieder im Backbesitz. Und die Scheibe war bei Roman Cervenka. Sie fahren jetzt ins Drittel. Die Scheibe hat aber bereits wieder rausgeschlagen werden. Der Back jetzt wieder bei Rappi. Zürich beruhigt jetzt gerade schnell das Spiel und fährt von hinten wieder vorwärts. Was jetzt wichtig sein wird in der Schlussphase von dem ersten Drittel ist, dass man nicht irgendwie durch einen Fehlpass oder durch eine Strafe oder sonst irgendwie etwas da plötzlich in Rücklage geratet, sprich irgendwie noch ein Gegengoal überkommt. Das wäre psychologisch natürlich nicht gerade optimal. Das wäre definitiv nicht optimal. Der Z hat jetzt bereits auch wieder im Scheibenbesitz. Sie haben vorher versucht, das Spiel kurz zu beruhigen. Es hat aber wieder einen unerlaubten Befreiungsschlag gegeben in Form von einem Icing. Wir hören jetzt hier auf dem Eis sogar reden, weil es so ruhig ist im Hallenstadion. Take it out hat es geheißen. Die Scheibe war blockiert an der Bande. Ja, wir sehen eigentlich schöne Zweikämpfe aktuell. Mhm. Also das hat sich jetzt ein bisschen intensiviert gegen Anfang, also gegenüber dem Anfang von dem Drittel, wo ja beide Mannschaften eher passiv gewesen sind. Oder? Also ich habe dort praktisch keinen Check gesehen, die ersten 5 Minuten. Ja, ich auch nicht. Das sehe ich gleich wie du. Im Moment spielen sie mehr auf den Mann. Und jetzt aber die Scheibe bereits wieder bei Zürich. Ich kann den Satz gar nicht fertig machen, so schnell geht es hin und her. Es ist jetzt noch knapp 1 Minute zu spielen im
ersten Drittel. Die Scheibe vor dem Goal, vor dem Pater, ist aber blockiert worden durch einen Verteidiger von Rappi. Schöne Chance gewesen. Leider blockiert worden durch einen Rappi-Spieler. Jetzt hat er sich gefährlich vor das Goal. Ja. Leider keiner dort gestanden, der ihm da hätte können helfen bei dieser guten Chance, die er da rausgearbeitet hat. Mit viel Tempo in die Zone gekommen, was jetzt auch wieder versucht wird. Und der Pass geht zum Garrett Rowe, der hat aber nicht können optimal annehmen. Sie können sich festsetzen im Drittel. Absolut. Oh, wieder ein Schuss von Patrick Gehring. Aber am Goal vorbei, mehr ein Pass. Also sie bleiben am Drucker, sie wollen jetzt wirklich irgendwie noch die letzten 20 Sekunden da irgendwie noch das Goal erzwingen. Die wissen natürlich auch, oder? So könnten sie sich auch gegenüber Rappi im psychologischen Vorteil zunutze machen, wo dann halt auf die nächsten 40 Minuten dann könnte Einfluss haben. Absolut. Das war auch schon vom ersten Drittel. Zürich im Moment mit einer Mini-Druckphase, wenn ich es so nennen darf. Die letzten 2 Minuten. Sie haben da wirklich noch mal versucht, ein bisschen den Zug aufs Goal zu finden. Jetzt ist es an ihnen, noch eine Brücke reinzurühren und da noch mal eine Stufe hochzuschrauben. Absolut. Mit der Energie, mit der Präzision und mit dem letzten Willen. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt genau dort weiterfahren, wie sie jetzt die letzten 2 Minuten gespielt haben. Weil das ist für mich fast sind die aktivsten 2 Minuten in diesem Drittel. Absolut. Wir sehen uns gerade wieder nach einer kurzen Pause für das zweite Drittel.
Spieler sind langsam wieder am Einlaufen. Sie kommen zurück aufs Eis. Und in rund eineinhalb Minuten fangen wir an mit dem zweiten Drittel oder dem berühmt-berüchtigten Mitteldrittel, wie man so schön sagt. Ganz genau. Ja, Zürich muss jetzt da, wie wir vorhin gesagt haben, ein bisschen den Tritt finden, ein bisschen den Fluss finden, dass wir da ein bisschen einen Spielrhythmus aufbauen können und auch ihr Spiel aufziehen können, oder? Was würdest du sagen, Martin? Ja, nein, absolut. Also eben, so wie sie die letzten zwei Minuten gespielt haben, dort müssen sie fortsetzen. Also jetzt wirklich, du hast sie auch schon im ersten Drittel erwähnt, mal ein, zwei Bricken anschieben, oder? Dass das Spiel wirklich auch ein Tempo bekommt im Sinn vom Z, oder? Weil das ist momentan, würde ich sagen, ein bisschen, ja, also aus Sicht vom Z Sparflamme gewesen. Ja. Ich habe im Fall einen Begriff gesucht, um das Spiel zu beschreiben, und ich glaube, Sparflamme ist optimal getroffen, ja. Weil das Spiel ist ja eigentlich, es ist nicht harzig, es ist nicht irgendwie abgehackt, sondern einfach noch nicht so auf 100%. Genau, genau. Und ich traue mich jetzt gleich, das nochmal anzusprechen, obwohl du gesagt hast, nein, so in der Meisterschaft und so müde ist man nicht. Meinst du, sie haben es trotzdem ein bisschen in dabei, das Spiel von gestern? Nein, ich glaube es nicht. Gut, klar, es war ein langer Match gewesen, nachher noch mit dem Penaltyschüssen, dann eine lange Heimfahrt. Im Bus kann man auch nicht wirklich schlafen oder zumindest sich nicht so entspannen, wie wenn man jetzt zu Hause im Bett ist. Aber nein, ich denke, solchen Phasen oder auch Meisterschaftsphasen, oder, spielt das keine Rolle. Also das ist... Ich meine, ich mag mich an Wochen erinnern, wo wir irgendwie vier Spiele hatten, oder? Und von Müdigkeit keine Spur. Klar, irgendwo zerrt es natürlich schon auch irgendwo in den Muskeln rein, oder? Aber der Sport, ich habe es ja eingangs erwähnt, der Sport ist professioneller geworden. Ja. Jeder hat da noch irgendwie seine Physio, seine Massage, Muskellockerung und nein, also in dieser Phase, wenn man jetzt schon müde wäre, dann müsste ich sagen, gut, wie sieht es denn in den Playoffs aus? Gut, absolut, du hast recht. Ja, man kann auch vielleicht sagen, der Z muss noch ein bisschen mehr beißen. Aktuell ist er noch nicht so der brüllende Loi, mehr so ein bisschen der Zami vielleicht. Momentan schon, ja. Also eben, wichtig ist, dass sie das Spiel unter Kontrolle haben und eben keine unnötigen Fehler machen, Fehlpässe in der Mittelzone vor allem auch, Scheibenverluste haben. Wo ist dann, jetzt wieder so einer gewesen. Genau, oder, wo dann Rappi wieder Aufwind gibt. Ja, Rappi ist gut aus der Garderobe gekommen, ist jetzt auch bereits wieder im Scheibenbesitz und hinter dem Goal vom Weber. Könnt da die Scheibe behalten, werden nicht so angegangen wie in den letzten zwei Minuten vom ersten Drittel. Und genau. Sind das Spiel am Aufziehen, da hat jetzt aber der Maxim Noro können mit dem Stock die Scheibe abfangen. Jetzt habe ich unterbrochen, was wolltest du sagen? Genau, sie lassen auch den Rappi-Verteidiger ein bisschen mehr Platz. Dadurch hat Rappi auch eine Abschlussmöglichkeit gehabt. Da jetzt aber ein Pass, der nicht angekommen ist von Chris Baltisberger. Der André Ghetto da. Hinter dem Goal vom Bader. Und Rappi aber bereits wieder im Backbesitz. Oh, jetzt haben wir etwa. Ja. Jetzt sind es durch die Neutralisation durch und direkt auf den Weber, der die Scheibe nicht blockieren kann. Aber der Garrett Rowe hat sich da den Back ergattern und spielt auch gerade vorne. Nur auch da der Pass ungenau. Wir sind auch eigentlich bereits schon wieder im Drittel von der ZSC Lions. Zürich hat sich die Scheibe aber ergattern. Genau, also es ist wieder ein bisschen analog zum ersten Drittel. Ja. Ein bisschen ein Hin und ein Her. Ja. Nicht wirklich ein Spielaufbau aus der eigenen Zone durch die Mittelzone durch in Angriff, sondern... Ja, wir haben es vorher auch gesehen, sie sind vor der Zone von Rappi abgefangen worden. Und da haben wir bereits die nächste Unterbrechung.
ist vielleicht mal nicht mal so schlecht. Oder? Team Bernie hat da jetzt keine Ausweg gesehen, hat jetzt einfach mal ein Einzing gemacht, um vielleicht auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, sich neu zu organisieren. Auch solche Entscheide sind durchaus sinnvoll. Sind auch Entscheide, die ein Verteidiger treffen muss, oder Martin? Ja. Kann jemand ein Icing machen? Ja, es war ein bisschen hektisch, die Pässe, jetzt auch das Bulli. Aber der Dario Truppmann da bereits wieder im Backbesitz. Spielt runter zum Team Berni, der weitergibt zum Dennis Hollenstein. Sie fahren hier rein in die Zone von Rappi. Und jetzt aber bereits Rappi wieder im Backbesitz. Der Pass ist ein bisschen leise, nicht rausgegangen. Und es gibt ein Icing. Genau, jetzt. Das Icing von Rappi. Jawohl. Ja, umgekehrte Situation. Sie haben einfach die Scheibe aus ihrer Zone wollen haben. Richtig. Und ein weiteres Bulli vor dem Goal von Noel Bader. Da ein Fehler vom Z-Spieler. Kann das Bulli aber für sich entscheiden. Jetzt ist es gerade ein bisschen chaotisch geworden und Rappi ist schon wieder im Backbesitz, spielt da. Aber sie fahren damit ein bisschen Tempo aufs Goal zu. Ist da aber abgefangen worden vom Axel Simic. Und jetzt ist man wieder hinter dem Goal vom Bader. Die Scheibe ist jetzt gerade eigentlich schön gelaufen. Nur nicht für eine von den beiden Mannschaften, sondern einfach mal rund ums Spielfeld herum. Jetzt versucht der Marco Pedetti sich da an der Bande die Scheibe zu ergattern. Es ist ihm nicht gelungen, der Zweikampf ist verloren gegangen. Und sie sind wieder gefährlich vor dem Goal vom Weber. Da hat aber Zürich entscheidend können stören und es hat kein Goal gegeben. Die Chance ist somit zunichte gemacht worden. Der Patrick Gehring jetzt hinter dem Goal hat das Spiel kurz beruhigt. Passt zum Justin Sigrist, der durch die neutrale Zone fährt. Das auch gelingt und bereits die Scheibe wieder aus dem Drittel von Rapid aus. Jetzt der Freddy Patterson, der das Ganze neu von hinten versucht aufrollen. Pass von Christian Martin wieder ungenau, Martin? Ja, ich weiss jetzt nicht, ob das sogar absichtlich war, die Scheibe auch einfach mal tief in die Zone zu bringen und mal nachzugehen, so ein bisschen im kanadischen Stil. Ja, bereits der nächste Unterbruch hat es da gegeben. Und es kommt zu einem weiteren Bulli. Ja, aber ich glaube, Zürich versucht jetzt wirklich aktiv da ins Spielgeschehen einzugreifen. Am Anfang war es fast so ein bisschen eine Passivität, die wir nicht gerne sehen beim Z. Ganz genau. Jetzt auch wieder der Garrett Rowe, der am Bulli-Punkt steht. Das Bulli gewinnt. Die Scheibe zurück zum Christian Marti, führt zum Chris Baltisberger, der die aber nicht kann behalten kann. Genau. Jetzt setzen sie aber nach, greifen die gegnerischen Verteidiger ziemlich schnell unter Druck. Und auch da haben wir den nächsten Unterbruch wegen einem unerlaubten Befreiungsschlag, wegen einem Icing von Rappi. Und es kommt zu einem Bulli im Drittel von den Lakers. Ja, auch da. Hättest du gesagt, bewusst die Entscheidung, die Scheibe so rauszuspielen? Nein. Nicht jeder Freigeschlag ist bewusst, das ist so. Absolut. Jetzt Zürich aber wieder im Packbesitz in Form von Chris Baltisberger. Pass hinterher zum Rowe, der sich da behaupten muss, aber geht an die blaue Linie, Querpass, schön. Schön. Tippt das Goal nicht. Nochmal eine Chance. Aber auch der Schuss nicht ganz nach Wunsch gelungen. Und der Roman Cervenka hat die Scheibe schon wieder verloren. Wir sind wieder in der neutralen Zone, wo aber der nächste Rabi-Spieler den Back kann gewinnen. Jetzt aber wieder der Christian Marti in Scheibenbesitz spielt da führen. Zum Chris Baltisberger, der die Scheibe nicht behalten kann. Und der nächste Unterbruch. Genau, aber jetzt trotz allem zwei gute Chancen gewesen, ja. Obwohl beim Abschluss ein bisschen Ungenauigkeit dabei war. Man hat das Goal dann gleich nicht getroffen. Aber gleich die Chancen und schön rausgespielt gewesen.
Ja, der letzte Schluck Zielwasser hat gefehlt, könnte man ja so sagen. Aber gute Chance für Zürich, wo jetzt doch ein bisschen Aufwind überkommt, ein bisschen mehr ins Spiel reinkommt, da der Dritt auch ein bisschen findet. Jetzt heisst es dranbleiben und ziehen. Da der Dennis Hollerstein ist auch schön vorgegangen, hat versucht, den Spieler anzugehen, den Check fertig gemacht. Die Scheibe jetzt aber wieder im Drittel vom ZSC. Und Rappi gewinnt hier den Zweikampf. Der Pass geht aber an die blaue Linie und geht wieder hinter das Goal vom Weber. Dort wieder ein Zweikampf. Der Tim Berni kann da nicht entscheidend stören. Aber jetzt doch Scheibengewinn von Simon Bodemann. Und schon wieder ein Rappi-Spieler dran. Da haben sie wahrscheinlich ein Missverständnis gehabt. Die Scheibe hinter dem Goal vom Weber. Rappi ist installiert in der Zone vom ZSC. Und da aber ein Schüssli, wo der Ludwig Weber ohne Probleme aus der Luft schnappen kann. Ja, ist ein Weitschuss von, ja, fast von der blauen Linie gewesen. Von dem her kein Problem für einen Goalie, wenn er freie Sicht hat. Ja, da hat er absolut freie Sicht gehabt. Rappi ist da nicht ganz optimal installiert gewesen. Ist auch ein relativ hoher Schuss gewesen, so für aufs Goal. Und das nächste Bulli, wo bereits wieder Zürich im Backbesitz war, hat aber den Zweikampf da verloren. Der Phil Baltisberger verliert in Position. Dadurch Chance, entsteht eine Chance für Rappi. Jetzt versucht das Spiel wieder aufzuziehen. Der Patrick Gehring gibt hier den Pass führen. Der Roman Wick hinter dem Goal vom Bader. Pass geht in die Mitte. Schönes Zuspiel, jawohl. Sehr schöner Pass gewesen. Zum Raphael Brassel. Jetzt versucht sich Zürich da installieren und könnte es aber nicht ganz. Die Scheibe ist wieder in der neutralen Zone. Der Roman Wick fährt da durch. Er bringt sie tief, Gelegenheit zum Wechseln. Der Wechsel ist auch erfolgt und im Moment ist Christian Marti an der Scheibe. Er spielt für zum Chris Baltisberger, der die Scheibe zwar in die Zone einlenkt, aber dort landet sie bei einem Spieler von Rappi. Die fahren jetzt gerade wieder aus dem eigenen Drittel raus. Die Scheibe geht zum Roman Cervenka. Und da Rappi vor dem Goal. Der Weber hat die Scheibe nach vorne abgelenkt. Der Gerard Rowe spielt da. Schöner Schuss. Vom Noro ist das, glaube ich. Und jetzt aber bereits Rappi wieder mit ein bisschen Tempo ins Drittel vom Z. Es bleibt eine ausgeglichene Partie. Oh, da abprallen und die Scheibe ist noch spielbar vor dem Goal vom Weber. Hat jetzt aber wegspediert werden. Der Rowe noch ohne Stock hat er in dem Moment wieder. Und die Scheibe wieder wie der Rappi-Spieler unten an der blauen Linie. Jetzt der Roman Cervenka spielt sie tief. Dort aber abgefangen vom Christian Marti. Der Gerard Rowe mit dem, hat da einen Check nehmen, hat aber trotzdem irgendwie geschafft, Scheiben, dass die Scheibe aus dem Drittel ist. Genau. Richtig. Mal ein bisschen Luft können verschaffen. Ja, ist jetzt gerade halt unglücklich auch für die Zeit, weil natürlich die Distanz oder zum Wechsel zu der Spielerbank halt jetzt in dem Mitteldrittel recht weit ist. Und wenn sich dann der Gegner natürlich im eigenen Drittel festsetzt, im Verteidigungsdrittel, dann hat man fast keine Chance, zum irgendwo können wechseln. Außer eben, dann man hat die Gelegenheit, zum ein Icing zu machen, oder? Und einen Spielunterbruch zu provozieren. Ja, besonders jetzt vielleicht auch, wo der Weg zu der Bank natürlich ein bisschen weiter ist. Ja. Jetzt hat auch, gut, das Bulli muss wiederholt werden. Schon will ich sagen, Rappi hat das Bulli für sich entscheiden. Sie müssen das aber nochmal neu ansetzen. Ja, es fehlt halt so auch die Möglichkeit, um Chancen zu kreieren, oder? Wenn man so ein bisschen in der eigenen Zone festhockt oder blockiert wird vom Gegner. Ja, richtig. Jetzt wieder der Gerard Rowe am Bulli-Punkt. Und er verliert das Bulli, aber die Scheibe wieder bei Rappi unten an der blauen Linie. Sie versuchen sich da zu positionieren und aufzustellen. Und der Back jetzt aber wieder bei Zürich. Der Gerard Rowe spielt da in die neutrale Zone rein, weiter. Jetzt können sie sich lösen und auch. Jetzt erfolgt auch der Wechsel. Genau.
sehr schön gemacht. Da, sie spielen wieder hinter das eigene Goal, bringen ein bisschen Ruhe. Der Tim Berni kurz Problem gehabt, die Schiebe zu kontrollieren, kann jetzt aber durch die neutrale Zone den Pass nach vorne spielen. Ein schöner Querpass. Da ist der Duttmann ein bisschen, spart den Pass ein bisschen zu weit führen. Und jetzt aber ein schöner Pass vor das Goal und eine gute Chance von Justin Sigrist. Wieder ein schöner Pass, der hätte nicht angenommen werden von dem Z-Spieler. Der Back wieder bei Rappi, sie gehen durch die neutrale Zone. Und der Ludovic Weber spielt da den Pass für zum Justin Sigrist. Der Freddy Patterson an der Scheibe. Spielt sie tief, aber jetzt ist sie abgelenkt worden und somit draussen. Ja, im Moment kann man da keinen klaren Vorteil ausmachen. Es ist absolut mal so, nicht. Mal also, so. Genau, also das Kräfteverhältnis ist ausgeglichen, obwohl aus Sicht vom Z ist Rappi kein Gradmesser. Eigentlich nicht, ja. Ist heute aber anders. Wir werden noch genauer analysieren im Verlauf des Spiels, woran es jetzt genau liegt. Im Moment beide Mannschaften nicht mit der entscheidenden Genauigkeit, aber ein schöner Pass vor das Goal. Der Pius Sutter hat die Scheibe leider nicht versenken. Sie installieren sich jetzt aber in der Zone von Rappi. Der Schuss am Goal vorbei. Könnt aber da den Böck wieder in Besitz bringen. Die Scheibe kommt tief, aber wiederum ein Icing. Ja, jetzt gilt es da nochmal ein bisschen mehr Genauigkeit reinzubringen und die Chance auch zu verwerten. Ja, absolut. Vor allem auch ein bisschen mehr Zug, mehr direkte Zug auch aufs Goal, aufs gegnerische Goal. Oder? Vor allem, dass man da irgendwie mal wirklich einen schönen Spielzug sieht. Die kann man jetzt bis jetzt, also ja, nach gut 30 Minuten Spielzeit an einer Hand abzählen. Ja, wir sind jetzt bereits schon in der Hälfte von dem Spiel genau angelangt. Zürich versucht sich da wieder zu installieren, im Drittel vor Rappi, die Scheibe aber abgefangen. Und der Pass geht führen bereits wieder in der Zone vom Z und da ein Pass vor das Gold, ist aber kein Rappi-Spieler gestanden. Und es geht wieder retour. Der Roman Wick kann da den Pass nicht gewünscht abspielen. Und Rappi ergattert sich den Back zurück. Jetzt der Ludovic Weber hinter seinem eigenen Goal. Pass zu Maxim Noro. Phil Baltisberger. Johann Moran, Entschuldigung. Ist das sie, wo da der Passspieler hat jetzt aber bereits Rappi wieder in der neutralen Zone, schon wieder draußen, vor dem Goal abgefangen. Durch den Maxim Noro, der jetzt hier selber vor das Goal fährt, einen schönen Pass zurückgelegt, aber dort ist leider keiner gestanden, der die Scheibe entscheidend hat können verwerten. Genau. Jetzt die Scheibe hinter dem Goal vom Noel Bader. Das Spiel ist aktiv im Moment. Aber gleich immer noch ein Hin und Her. Ich kann es nicht anders sagen. Jetzt ist wieder das Icing von Rappi. Und es kommt zu einem weiteren Bulli. Wahrscheinlich auch diesmal ausgetragen vom Gail Drow auf Zürcher Seite, wo natürlich viel Bullis spielt und die auch meistens entscheidend für sich gewinnt. Das ist seine Stärke. Ja, Martin, wie ist es für dich jetzt so, ein Spiel vom ZSC wieder so ein bisschen intensiver zu analysieren? Ich meine, als Spieler bist du da sicher auch immer dran gewesen, an die Spielzeuge analysieren und so weiter. Wie siehst du es jetzt in der aktuellen Zeit? Ja, genau gleich. Also, ich fühle mich mitten drin. Also, fehlt nur noch, dass ich irgendwie die Schlittschuhe anhätte und irgendwo noch in der Garderobe würde hocken und mir irgendwie den Schweiß über die Stirn würde laufen. Ja, sag's nicht. Ist es schön für dich oder löst sie dir ein bisschen Nostalgie aus? Oder wie fühlst du dich da? Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also, es ist sicher schön, es ist sicher auch eine Portion Wehmut dahinter, dass irgendwie der Lebensabschnitt vorbei ist.
wo halt ja ein Bubentraum, also ja, von einem Bubentraum sich dann zu einem Beruf entwickelt hat. Oder? Absolut. Das ist eigentlich das Schönste. Und dass das jetzt halt nicht mehr ist, ja, das muss man halt auch akzeptieren. Und ja, ich habe das vor 13 Jahren so für mich entschieden und akzeptiert. Aber natürlich lässt einem das nicht in Ruhe. Also eben, das reisst mich nach wie vor mit. Das ist ja auch schön. Ja, ja. Macht es ja umso schöner für mich, um mit dir da das Spiel kommentieren. Ich sehe, du bist eigentlich noch voll dabei beim Z, oder? Auch immer noch mit Herzblut. Ich glaube, das verlässt einem nie. Nein. Wenn man so lange quasi im Hockey, ich sage jetzt mal, tätig war wie du, das gibt man nie ganz auf, oder? Nein, das ist ja so. Eben also, vor allem als Spieler sieht man es auch noch mal ein bisschen anders wie wirklich ein Fan. Und da haben wir das Goal gesehen! Da haben wir das Goal! Sehr schöner Spielzug war. Absolut top. Ziemlich schnell verlagert in der Mittelzone. Dann können ins gegnerische Drittel eindringen. Diagonal, Rückpass, Abschlussgoal. So soll es laufen. Ja, besser jetzt zeichnen können Sie. Jetzt haben wir gerade ein bisschen gesehen, es hat einmal einen Schuss gegeben von Rappi aufs Goal, der aber schön abgelenkt wurde mit dem Schoner von Weber. Ansonsten nicht viel passiert. Plötzlich ist da der Pass gekommen aus dem Drittel von Zürich führen. Und dann ist auch das Goal gefallen. Sehr schön. Ein wichtiges Goal, oder Martin? Ja, absolut. Absolut wichtig gewesen, obwohl eben der bisherige Spielverlauf das nicht angedeutet hat. Aber eben, das sind halt so die Situationen, oder, wo dann irgendwo vielleicht eine halbe Sekunde schnell reagiert, passgenauer gespielt und so weiter, wo dann genau so dann den Ausschlag geben und dann plötzlich den ganzen Match kehren können. Absolut. Ja, umso schöner ist mein Guy to watch, der Pius Sutter, der da auf Pass vom Hollenstein und Bodemann die Chance können verwerten. Eben, was wir eigentlich vorher gesagt haben, die Chance, die du hast, die musst du auch nutzen. Das hat Zürich jetzt gemacht und führt jetzt mit 2:1. Es sind noch 7 Minuten zu spielen im zweiten Drittel. Wir hoffen, es gibt ihnen den nötigen Aufwind, um da so weitermachen. Der Bulli gewinnt geht jetzt aber an Rappi. Sind jetzt auch im Drittel von Zürich drin. Der Weber lenkt die Scheibe ab. Zürich hinter dem Goal spielt führen weiterhin im Backbesitz. Da kann der Freddy sich aber nicht ganz durchsetzen. Rappi spielt hinter dem eigenen Goal durch. In der neutralen Zone ist die Scheibe bereits wieder abgefangen worden. Und wir sind wieder im schon gewohnten Hin und Her von heute. Jetzt die Scheibe draussen. Und es gibt einen weiteren Unterbruch und ein Bulli in der neutralen Zone. Ja, wir haben vorher auch gesehen, es hat eine kleine Auseinandersetzung gegeben zwischen Rappi und Zürich. Ich glaube, langsam kommen auch ein bisschen die Emotionen. Genau, das Feuer kommt ein bisschen rein. Schadet manchmal nicht, oder? Nein, absolut. Also eben, dass das Feuerli nicht nur lodert, sondern wirklich auch brennt. Das ist auch wichtig, oder? Bisher, wir haben es ja eingangs auch noch gesagt, oder ein bisschen Sparflamme. Ja, ja. Jetzt ist die Flamme ein bisschen grösser geworden. Ja, da ist vielleicht gleich ein Spricket reinkommen, dass die Flamme ein bisschen aufgeflackert ist. Es fehlen noch 1-2. Trotzdem bleiben wir da gespannt. Der Morin mit dem Pass zum Row im Drittel von Zürich. Da weitere Zweikämpfe und die Scheibe aber immer noch im Besitz vom ZSC. Die spielen jetzt für die Zone und ein Abprallen, der auch nicht hätte verwertet werden können. Der Bader hat die Scheibe da nach vorne abprallen lassen, jetzt hinter dem Goal im Besitz von Rappi, wo jetzt ins Drittel von Zürich reinfährt, hinter dem Goal von Weber durch. Die Spieler von den Lakers werden da installiert und der Row ist da kurzzeitig hat die Scheibe blockieren. Pass geht aber an die blaue Linie in die Mitte, aber nicht ganz ungefährlich. Der Verteidiger kommt frei zum Schuss. Z-Spieler dort zweiter weg, also 3 Meter mindestens Distanz zum Verteidiger und das ist natürlich enorm.
Ja, da hat die Aufteilung auf dem Mann vielleicht nicht ganz gestimmt, kurzzeitig. Da sind doch sehr viele Rugby-Spieler mit sehr viel Raum allein stehen gelassen worden. Das darf natürlich nicht passieren im eigenen Drittel, oder Martin? Da muss jeder Spieler seinen Mann haben. Genau. Es ist mir auch bewusst, oder, dass halt auch die Zonenaufteilung sich das geändert hat, seitdem, wo ich gespielt habe. Also die Mittelzone ist ja kürzer geworden, oder? Ja, und dadurch entsteht auch ein bisschen mehr Platz. Nichtsdestotrotz ist halt wichtig, dass man auch dort immer wieder aufsässig und Distanz zum Spieler, zum Gegner nicht verliert, oder? Weil das gibt ihm enorm Spielraum. Absolut, du sagst es richtig. Wir haben natürlich auch ein grösseres Spielfeld als zum Beispiel in der NHL, wo man natürlich ein bisschen mehr Platz hat zum Spielen. Da Rabi wieder vor dem Goal, immer noch im Backbesitz. Könnt aber da jetzt aktuell noch nichts kreieren. Aber auch da wieder Teilspieler frei, die Scheibe können blockiert werden von Marco Pedretti. Wo jetzt auch im Backbesitz ist, in der neutralen Zone führen spielt zum Patrick Gehring. Es wird jetzt gewechselt. Der Gehring hat dort an der Bande die Scheibe kurzzeitig blockiert. Genau. Jetzt wäre die Möglichkeit, Rappi hat nicht können wechseln können. Also jetzt wäre es natürlich wichtig, um da anzudoppeln, oder? Weil das klingt dann nicht. Rappi kann die Scheibe rausbringen. Die Scheibe jetzt bereits aber wieder. Ja, der nächste Unterbruch. Genau. Ja, gibt natürlich Rappi jetzt auch wieder die Möglichkeit zum Wechseln. Zürich hat da nicht, wie erwünscht, die Spieler können müde spielen, wie man so sagt, wenn sie es da installieren können. Zu wenig genaue Pässe und der Scheibenverlust, der jetzt halt dazu geführt hat, dass es wiederum ein Bulli gibt im Drittel von der ZSC Lions, wo auch von der ZSC Lions gewonnen wird, in Form von Maxi Noro jetzt an der Scheibe. Spielt da auf Seite raus und in der neutralen Zone wird der Puck abgefangen vom neuen Rappi-Spieler. Jetzt aber wieder Zürich im Backbesitz, spielt führen der Simon Bodemann im Moment an der Scheibe. Schön durch die Zone von Rappi gefahren. Pass an die Ballinie. Schöner Rückpass im Verteidiger, Direktabnahme. Sehr schön. Jetzt der Freddy Patterson hinter dem Goal von Bader, schön vor dem Goal zum Pius Sutter, der die Scheibe da nicht können versenken. Es hat eine weitere Ablenkung gegeben, aber auch dort kein Schuss mehr aufs Goal und Rapperswil hat jetzt gerade die Kontrolle über den Puck wiedererlangt. Jetzt aber ein Pass an Marcus Krüger, der da reinfährt. Nicht gewünscht können abschliessen, da der Justin Sigrist, der Tim Berni mit Pass zum Marcus Krüger hinter dem Goal vom Bader. Jetzt wieder in der Mitte vom Drittel installiert, an die Seite raus zum Freddy. Er versucht sich da positionieren, zum wahrscheinlich auch seine Abschlussposition, da die Scheibe aus dem Drittel draussen. Ja, bei solchen Sachen müssen natürlich auch alle Spieler wieder aus dem Drittel rausfahren, oder? Damit es kein Offside gibt, verliert natürlich auch ein bisschen, so ein bisschen die Druckphase, oder? Genau. Die Möglichkeit für eine Druckphase. Richtig, ja. Also vor allem eben, wie man sich mal festsetzen kann, ist natürlich dann auch wichtig, dass man sich nicht nur irgendwo in den Ecken, in den Aussenbereich vom gegnerischen Drittel kann festsetzen und ein Spiel schieben dort irgendwie spielen, sondern es muss auch mal ein Schuss aufs Goal kommen. Ja, den nötigen Abschluss haben sie es da nicht können bringen, obwohl es vorher ein paar gute Chancen gegeben hat. Auch da wieder das letzte Quäntchen Zielwasser, Glück, was auch immer. Gefällt jetzt Rapid durch die neutrale Zone. Da die Scheibe gut von Maxim Noro können abgefangen werden. Er gibt jetzt einen Pass weiter an Christian Marti auf die Linksseite über. Und da ein Schuss. Der Noro spielt da über zum Garrett Rowe, wo da den Zweikampf für sich entscheiden kann an der Bande und ein Abschluss. Generell muss man sagen, ja, die Chancen häufen sich. Auch die Druckphasen vom Z sind jetzt auch schon mehr als auch schon. Ja, ja.
Du sagst es richtig, ja. Von dem her, ja, sie haben den richtigen Weg eingeschlagen. Aber natürlich noch weiter weg von einem Top-Match. Oder? Aber sicher gut, solid. Es ist auch, wenn man sie so anschaut, oder, es ist halt auch der Zeitpunktphase von dieser Saison. Oder, eben findet man sich irgendwie vielleicht noch nicht so. Und diese Saison ist ja sowieso speziell. Rhythmus wird gebrochen mit Unsicherheiten. Dann das. Wie geht es weiter? Spielen wir überhaupt? Keine Fans im Stadion. Also, das ist. Ja, man könnte gerade so gut irgendwo in einer Kille sein oder irgendwo im tiefen Norden von Kanada, oder? Da eine kuriose Szene. Das Goal ist über den Weber drüber gekippt. Er ist da kurzzeitig gefangen gewesen im eigenen Goal. Nein, du sagst es richtig. Ich meine, der Z steht jetzt seit 10 Tagen das dritte Mal auf dem Eis, ja, als Mannschaft. Genau. Ist natürlich schwierig. Es ist natürlich nicht die Topform, die man erwartet von unseren Jungs. Aber dennoch, sie versuchen da, sich mehr ins Spiel einzubringen. Genau. Das Goal wird auch gerade wieder fixiert. Ein bisschen kuriose Szene gesehen, dort hinter dem Goal ein Zweikampf und irgendwie sind dann die Spieler mit dem Goalie vom Z gekippt nach vorne. Ja, ich glaube, es sieht so aus, als würdest du da den Eismeister brauchen. Ja, die brauchen eine Bohrmaschine. Jawohl, es muss das Loch neu ausgebohrt werden, damit das Goal wieder entsprechend fixiert werden kann. Wie man ihn kennt, ist er da über sein Eis zu Hösle gekommen, in der kurzen Hose. Ich weiss nicht, wie er das schafft, weil es ist kalt ohne Zuschauer im Hallenstadion. Also wir da oben in der Winterjacke und er, wie man ihn kennt, in der kurzen Hose, legendär. Hat auch das Goal können fixieren und der Match kann vorgesetzt werden. Ein Bulli vor dem Goal vom Weber. Ja, es ist still, einmal so, wenn die Musik weggeht. Fast schon ein bisschen beängstigend, oder Martin? Mhm. So kennt man es einfach nicht. Ja, oh! Irgendein Trainings. Oh, da haben sie den Rappi-Stürmer vergessen vor dem Goal. Jawohl, der hat da können. Nicht ganz ungefährlich gewesen. Auftauchen vor dem Weber, der aber souverän seine Position gehalten hat. Und es hat kein weiteres Goal gegeben. Da ein kurioser Pass hat da sein Mitspieler nicht ganz gesehen. Hinter dem Goal von Weber jetzt ein Zweikampf. Rappi im Scheibenbesitz aktuell, werden da aber hart angegangen vom Sutter und einem Kollegen. Und da ein Abschluss von der blauen Linie von einem Spieler von Rappi. Jetzt weiterhin Rappi am Back. Jetzt der Pius Sutter, der befreien kann. Simon Bodemar spielt dort die neutrale Zone zum Dennis Hollestein. Schön angekommen. Weiterer Rückpass kann da die Scheibe nicht ganz gewünscht annehmen. Der Dennis Hollestein ist jetzt im Zweikampf hinter dem Goal vom Bader. Die Scheibe dort aktuell an der Bande blockiert. Kann da von keinem erobert werden. Jetzt schaltet sich noch der Hollestein ein, der da geleitet wird vom Cervenka. Alles korrekt verlaufen. Sie sind da noch ein bisschen verhakt ineinander. Und der Pass geht zum Patrick Gehring. Das Drittel ist durch, ja. Und jetzt ist das auch schon wieder vorbei. Es, ja, wie sagt man, ein Mitteldrittel, wie man halt ein Mitteldrittel kennt. Ein bisschen hin und her, irgendwie nicht die Überhand von einer von den beiden Mannschaften. Der Match bleibt knapp. Obwohl vor, Zürich ja kurzzeitig das Momentum auf ihre Seite haben können ziehen. Ja, da hast du recht. Es hat mir Phasen gegeben. Und auch der Spielzug, wie das 2-1 entstanden ist, war super gewesen. Genau. Absolut. So, wie man es eigentlich erwartet vom Z. Ja. Ja, da hat man kurz die gewünschte Form ein bisschen gesehen. Kurzzeitig für etwa 30 Sekunden, nachher wieder absolutes ausgeglichenes Spiel. Das gilt jetzt im letzten Drittel nochmal zu kehren und nicht wie gestern wieder ein bisschen da den Schwung verlieren. Ja, richtig. Also ich denke eben jetzt, man weiß, wie es gestern gelaufen ist, man hat das sicher irgendwo noch so ein bisschen im Hinterkopf.
Klar, Genf ist nicht Rappi. Das absolut kommt dann auch noch dazu. Ich denke, heute momentan ist Rappi ebenbürtig. Das sieht man auch eben anhand vom Resultat. Und auch Rappi hat seine Chancen gehabt. Und da ist jetzt wichtig, dass man das im dritten Drittel nicht mehr zulässt. Ja? Und vielleicht noch eins oder zwei Goal kann antoppen. Das wäre sehr schön, wenn man da nicht wie so oft gegen Rappi in die Verlängerung würde gehen. Absolut, Zürich muss den Vorsprung heben, wenn möglich noch ausbauen und da wirklich nochmal ein, zwei Brücken reinrühren. Wir sehen uns in rund einer Viertelstunde wieder für das letzte Drittel. Bleibt dabei.
Und wir sind wieder zurück fürs letzte Drittel in diesem hart umkämpften Match, darf man sagen. Die Spieler kehren bereits wieder aufs Eis zurück. Und wir freuen uns auf hoffentlich gutes letztes Drittel für den ZSC. Oder Martin? Das hoffen wir absolut, ja, weil die letzten 40 Minuten, ich würde sagen, irgendwie das erste und das zweite Drittel waren fast ein bisschen parallel gewesen, oder? Irgendwie so von der Intensität her, auch von der Genauigkeit, von den Pässen und von den Checks. Absolut. Jeweils irgendwie die ersten 5 Minuten vom Drittel, ja, relativ wenig. Ja, und dann eigentlich, dann hat es zwischendrin gute Phasen gehabt, auch gewisse Momente, und dann ist man wieder zurückgeht und ja, auch gegen den Schluss jeweils ist es dann wieder ein bisschen intensiver geworden. Da sind auch die Chancen gekommen. Man hat sich einmal im gegnerischen Drittel festsetzen können. Ja, ich hoffe nicht, dass es jetzt nochmal so eine Parallele gibt, oder, dass man da jetzt wirklich nochmal schieben kann, weil ja, es wäre jetzt unnötig, da noch irgendwo am Schluss noch müssen in die Verlängerung zu gehen und vielleicht dann gleich nochmal ein Penalty schiessen müssen, über sich zu gehen. Ja, es wäre schade, jetzt hier nochmal Punkte zu verlieren, ja, gegen Rappi, oder? Ich meine, ich weiss, die Tabelle ist im Moment nicht aussagekräftig. Nein, in der NLA, absolut nicht. Auch in der National League natürlich. Und ja, es wäre schön, wenn man jetzt noch mal ein bisschen mehr Frische würde sehen vom ZSC. Jetzt ist aber bereits schon wieder Rappi an der Scheibe. Das Spiel ist abpfiffen worden. Und es geht auf in den letzten Spielabschnitt. Um nochmal so ein bisschen rekapitulieren, mein Guy to Watch, der Pius Sutter, sehr aktiv gewesen in diesem Spiel, hat gute Akzente können setzen, mehrere Chancen gehabt. Und jetzt fährt aber der Garrett Rogat vor das Goal. Oh. Und das ist der Treffer! Sehr schön! Vater gerade abgezogen. Also doch keine Parallele. Nein, da haben wir ein schnelles Goal gesehen, ja, oder? Ja. Oh, 27 Sekunden. Knapp 27 Sekunden gespielt und der Garrett Rowe versenkt da zu dem 3:1. Sehr schön. Sehr da schön. Hat er die nötige Ruhe gehabt, um da wirklich so abziehen, oder? Vor dem Noel Bader. Ja, und ist doch noch ein Distanzschuss in die weiten Ecken. Es war dann auch eine Fanghandseite aus Sicht vom Rappi-Goli, vom Noel Bader. Absolut. Ja, es könnte so weitergehen. Den nehmen wir, auf jeden Fall. Den nehmen wir. Die Energie müssen sie jetzt behalten. Und der Dario Truppmann ist da auch deutlich agiler als vorher, vielleicht schon, kann man sagen. Fährt da auch direkt wieder vor das Goal vom Bader. Der Schuss geht aber am Goal vorbei. Ist da auch noch ein bisschen abgelenkt worden von einem Rappi-Spieler. Jetzt Schieber an der Bande blockiert aktuell. Und jetzt wieder hinter dem Goal vom Bader. Schiebe jetzt wieder in der neutralen Zone und Rappi auf dem Vormarsch. Spielt Schiebe da tief. Der Weber hat sie noch wegspediert. Und jetzt der Pius Sutter an der Schiebe. Spielt bereits wieder weiter vorne. Hinter dem Goal von Bader durch. Ein Schüssli, wo abgelenkt wird vom Bader selber. Und das wäre schön gewesen. Eine gute Chance, ein schöner Pass vom Sutter. Hat aber da nicht können verwertet werden. Zürich aber immer noch im Scheibenbesitz. Und ein weiterer Abschluss von Pedretti. Jetzt drückt es aufs Goal, oder? Ja, also Z ist jetzt da wesentlich aktiver aus der Garderobe gekommen, wie die ersten zwei Drittel. Und ja, versucht da doch auch jetzt ja, Akzent zu setzen und sich auch die ein oder andere Chance zu erspielen. Das klingt auch nicht schlecht im Moment. Aktuell wieder ab im Scheibenbesitz. Sie können es da aber nicht so schön behalten, wie sie sich das wahrscheinlich wünschen. Der Christian Marti kurft da auf der linken Spielfeldseite durch. Aus meiner Sicht. Und Schiebe jetzt wieder in der neutralen Zone spielbar. Ein Rappi-Spieler fährt da ins Drittel rein. Und Schiebe kommt zwar aufs Goal, aber relativ ungefährlich noch. Und auch da, der Bader spielt den Pass zurück in die neutrale Zone. Ja, jetzt gilt es, die Energie festzuhalten und da weiterhin den Druck aufrechtzuhalten. Aktuell ist gerade Rappi wieder in der Zone von Zürich drin, können sich aber noch nicht ganz installieren. Darum auch wieder der Scheibengewinn vom Z. Der Markus Krüger im Drittel in den Spieltag.
Der Patterson hat die Scheibe nicht abnehmen. Wäre ein schöner Pass gewesen, wäre eine gute Chance gewesen, oder Martin? Ja. Vor allem eine Überzahlsituation, 3 gegen 2. Das hat nicht genutzt worden, da die Scheibe hinter dem Goal vorgekommen, hat aber keinen Abschluss gegeben. Darum auch schon wieder in der neutralen Zone der Z im Backbesitz. Jetzt wird gerade noch gewechselt auf die Zürcher Seite. Haben da die Scheibe wieder verloren. Und es ist wieder das Hin und Her, darum wieder irgendwie eine Parallele. Aber was meinst du, was wird da in der Garderobe besprochen, damit man mit so einem Tempo rauskommt, wie es der Z jetzt gerade gemacht hat? Ja, es wird ordentlich Red Bull getrunken. Nein, Spass beiseite. Nein, also ganz sicher wird da auch besprochen, oder? Das vergangene Drittel auch angeschaut, der Trainer wird da ganz sicher irgendwie auch noch seine Ansprache gehalten haben. Er wird ganz sicher auch nicht zufrieden gewesen sein mit den ersten 40 Minuten oder zumindest mit dem grössten Teil der ersten 40 Minuten. Oder wird da ganz sicher auch etwas gefordert haben, oder? Dass da eine Reaktion durchgeht, weil es wäre unschön, da unnötig Punkte müssen zu vergeben. Ja, du sagst es richtig. Da Punkte müssen abzugeben, wäre nicht gut. Da sie ja gerade gestern schon einen verloren haben, wäre es schön, wenn wir heute 3 Punkte mitnehmen könnten aus dem Spiel. Jetzt gerade aktuell Rabbi wieder im Backbesitz, werden da aber entscheidend gestört vom Sutter, wo da kurz zu Boden gegangen ist, aber schon wieder steht. Ein weiterer Zürcher hat da gerade seinen Stock verloren. Es gibt einen Zweikampf an der Bande hinter dem Goal von Weber. Der Noro wird da gestört. Der Pass aber auch zum Pius Sutter, wo jetzt das Spiel kurz beruhigt. Es wird wieder gewechselt. Und sie versuchen dann das Feld von hinten aufzurollen, wenn man es so sagen jetzt darf. Mal einen ordentlichen Aufbau, Spielaufbau. Schauen wir mal, wie weit dass man kommt. Die Scheibe draussen. Das war sicher nicht gewollt gewesen. Vermutlich nicht, ja. Er hat die Scheibe tief bringen, ist aber leider dann über das Plexiglas rausgefallen. Darum jetzt ein weiteres Bulli in der neutralen Zone. Ja, eben so geht der Fluss ein bisschen verloren. Wir haben es schon mehrmals angesprochen. Sie wollten es aufziehen und dann wird es wieder abgebrochen. Mhm. Wie so oft in diesem Spiel heute. Auch das Bulli wird wiederholt. Wir warten da, bis der Böck wieder eingeworfen wird. Ist jetzt passiert, Rappi hat das Bulli für sich entscheiden können. Fahren auch gerade schon wieder vorne ins Drittel vom ZSC. Die Scheibe kommt tief, wird dort aber vom Z-Spieler abgefangen. Der lupft sie raus in die neutrale Zone. Jetzt hat sich Zürich aber schon wieder in die Zone von Rappi vorgekämpft. Ja. Sind dort auch im Backbesitz, versuchen sich gerade zu installieren. Es klingt ihnen mehr oder weniger, da wäre ein Pass vor das Goal gekommen, aber leider kein Z-Spieler, der hätte abnehmen können. Darum geht es wieder in die andere Richtung. Icing. Das ist ein Icing, definitiv. Da ist auch niemand gestanden, der das irgendwie hätte abnehmen können. Das ist von einem Eck in den anderen gegangen, quer über das Spielfeld. Was sagst du zu der momentanen Defense-Situation vom Z? Findest du das ausreichend? Findest du, da müsste noch etwas ändern? Was konkret? Ja gut, momentan denke ich, ist entsprechend dem Spielverlauf. Oder? Also, eben, es hat Phasen gegeben, wo man sich zu fest zurückgehen lassen hat. Das war auch dort mal gewesen, das einzige Goal von den Lakers. Oder? Mhm. Dort, wo man die Distanz nicht hat. Und seither muss ich sagen, ja, solid. Also es ist wirklich auch so, dass Rappi nicht wirklich wie zum Beispiel andere Top-Mannschaften irgendwie gross Druck aufbaut, oder, wo man jetzt irgendwie gross Urteil empfehlen kann. Also, absolut, ja, da hast du natürlich recht. Durch das kommen die Qualitäten von der Verteidigung gar nicht zum Vorschein gross. Oder? Also klar, im Spielaufbau schon.
Aber ich denke auch, es gibt auch Chancen, um als Verteidiger dann auch in der Angriffszone mal einen Akzent zu setzen. Haben wir ja auch schon mehrmals gesehen, von Patrick Gehring unter anderem, der sehr präsent ist in dieser Partie. Er hat da viel kreiert, viel entscheidende Pässe gespielt. Wo zu guten Chancen geführt hätten, wären sie dann verwertet worden. Ja. Ich glaube auch, eben, bei so einem Spiel oder, kann man dann auch mal etwas mal, riskieren oder probieren. Oder? Wenn man schon weiss, dass der Gegner vielleicht nicht gerade immer aufs Gaspedal drückt oder wirklich auch gefährlich ist und so weiter, dass man dann halt auch in der Angriffszone vielleicht mal versucht, reinzustechen, mal das Spiel aufbrechen, den Fünferblock aufzubrechen und so weiter. Oder? Absolut, ja. Jetzt hat sich Zürich nach dem Bulli fast installieren in der Zone von Rappi. Sie sind aber bereits schon wieder draußen. Der Pass vom Rappi-Spieler ist aber nicht bei seinem Kollegen angekommen. Und ein weiteres Icing. Ein versuchter weiter Pass, der ist nicht angekommen. Icing vom Z, ja. Das heisst, Bulli im eigenen Drittel. Ja. Da hat man natürlich den Stürmer wollen lancieren. Ich glaube, es ist der Justin Sigrist. Nur leider ist das nicht ganz so geglückt, wie man hat wollen. Darum jetzt wieder, wie du richtig sagst, Bulli im eigenen Drittel. Wir haben auch jetzt wieder einige Unterbrüche. Es sind noch rund 13 Minuten zu spielen im letzten Drittel. Aktuell führt der Z noch mit 3:1. Der Weber hat da gerade in einem schönen Safe die Scheibe blockiert, kann man sagen. Da ist kurz eng geworden vor dem Goal vom Z-Goalie. Er ist da aber souverän geblieben. Ja. Ja. Gut, ist erneut Bulli im eigenen Drittel. Absolut. Ja, das gleiche wie schon vor 3 Sekunden. Gleiche Situation, genau. Wir haben jetzt wieder den Rowan Bulli-Punkt, den wir hier sehen. Und er kann das Bulli auch so ein bisschen nachdrücken für sich entscheiden. Die Scheibe hinter dem Goal war für ihn gespielt. Und ein weiteres Icing. Das ist nicht ganz so gewünscht gelückt, irgendwie den Spielaufbau. Oder? Sie haben da nicht können irgendwie einen Spielzug auffahren. Nein. Was macht man in solchen Situationen, wenn man merkt, hey, irgendwie kommen wir da nicht ganz vorwärts? Wie redet man miteinander auf dem Eis? Wie kommuniziert man das? Wir müssen irgendetwas ändern oder merken sie das automatisch? Die Spieler wissen es selber. Oder? Da muss man gar nicht gross reden. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich dann einfach auf die nächste Situation da wieder konzentriert. Man trainiert die Spielzeuge, auch die Bullies, oder? Noch und nöcher in den Trainings. Oder? Und ja, dann klappt es sicher. Jetzt klappt es halt momentan gerade nicht. Aber wichtig ist, dass man halt dort den Fahrplan nicht verlässt, oder? Und sich dem bewusst ist. Ja, Zürich versucht sogar, sind aktuell auch hinter dem Goal vom Bader installiert, Dennis Hollestein im Backbesitz. Spielt dann den Pass aber zum Tim Berni an der blauen Linie, der da im Zweikampfschieben verliert und einen Check hat müssen nehmen. Jetzt Rappi, wo der Back wieder rausspielt, haben aber bereits schon wieder verloren und ein neuer Angriff wird gestartet. Es gibt noch einen kurzen Wechsel. Der Roman Wick ist jetzt gerade ins Spiel reingekommen. Die Scheibe aktuell hinter dem Goal vom Noel Bader. Also immer noch in der Zone von Rappi. Die Scheibe an der Bande blockiert. Da sind gerade je 3 Spieler involviert in den 6-Kampf in dem Fall. Genau. Und, Rappi hat sich jetzt da doch behaupten können, spielt die Scheibe runter, kommt aus ihrer eigenen Zone raus, gehen ins Drittel vom Z, können die Scheibe abhalten, da wieder eine grosse Distanz zwischen dem ZSC-Spieler und dem Spieler von Rappi, oder Martin? Ja. Darum kann der Rappi-Stürmer eigentlich mehr oder weniger ungehindert ins Drittel hineinlaufen. Sieht schon wieder anders aus, jetzt sind wir schon wieder auf der anderen Seite. Und da ein Abschluss vom Roman Wick, ist aber problemlos blockiert worden vom Noel Bader, der doch auch keine schlechte Partie zeigt eigentlich an sich. Ja. Klar, dort beim letzten Gegengoal
hätte er eigentlich sich gehabt, aber das war natürlich sehr schön abgeschlossen vom Garrett Rowe. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem weiteren Bulli im Drittel von Rappi, wo hoffentlich Zürich für sich entscheiden kann. Das wäre eigentlich eine gute Situation für so ein genanntes Bulli-Goal, oder? Genau. Das ominöse Bulli-Goal, genau. Und auch jetzt hat das Bulli wiederholt werden. Die Scheibe geht aber zum Noro an die blaue Linie. Jetzt wieder im Ecke hinter dem Goal. Im Besitz vom Z. Z ist im Scheibenbesitz, genau. Und ein Abschluss vom Noro. Und da ist ein Stürmer im... Jetzt wird es eine Strafe geben. Ja. Goalie-Behinderung. Ja. Das heisst Strafe für den Z das Mal. Kann man geben, ja. Kann man geben, da sind sie doch zusammengeprallt. Ja. Das ist halt auch die Regeln, oder? Irgendwie, also vor allem halt im Torraum, oder? Wenn man dort natürlich den Goalie umhält, ja, dann ja, der Patterson ist dort doch deutlich drin gewesen. Ja. Hat ihm sogar noch den Stock mit zu Boden gebracht und muss jetzt darum die 2 Minuten auf der Strafbank verbringen. Wir haben nicht viele Strafen gesehen, obwohl ich es am Anfang angesprochen habe. Strafen hat es noch nicht so viel gegeben. Und jetzt ist natürlich die Chance für Rappi, da den Anschlusstreffer zu erzielen, gross. Beziehungsweise sie müssten sie eigentlich nutzen, wenn sie da wieder mehr ins Spiel reinkommen wollen. Es gelingt ihnen aber nicht. Sondern Zürich fährt da durch die neutrale Zone mit Shorthander. Ja, das wäre noch was. Da fast der Shorthander. Zweimal ja. Hat er können ansetzen, der Raphael Brassel. Hat sogar den Abpraller selber noch mal abnehmen, dann aber leider am Goal vorbeigeschossen. Jetzt Rappi in der neutralen Zone drin. Spielt aber an die blaue Linie vor das Goal. Dort aber die Scheibe. Aber ist nicht wirklich ein Powerplay von Rappi. Also sie momentan noch nicht. Nein. Der Moron hat da wieder können befreien. Ja, und die Scheibe wieder raus. Genau. Und da der Krüger, der vor das Goal fährt, vom Bader hinter dem Goal durch jetzt, und die Scheibe da natürlich versucht, möglichst lang zu halten, vielleicht sogar noch etwas kreieren. Da ist der Schiri kurz im Weg gestanden von der Scheibe. Darum jetzt wieder bei Rappi. Sie sind da hinter dem Goal. Der Krüger setzt da aber nach. Und Rappi kann es nicht richtig aufziehen, das Powerplay, oder Martin? Nein, bis jetzt ist es noch nicht gelungen und es sind schon, ja, der grösste Teil von der Strafe ist schon abgelaufen. Es geht noch 40 Sekunden. Also, sie haben sich wirklich nicht festsetzen im Drittel vom Z. Bis jetzt nichts Gefährliches kreieren. Sehr gut für uns. Genau. Das sagen wir natürlich auch nicht nein. Es ist eigentlich mehr der ZSC selber am Chancen kreieren gewesen als Rappi, der ja da eigentlich mit einem Mann mehr auf dem Eis steht. Der Garrett Rowe geht da auch schön mit. Also jetzt ist die Strafe dann bald durch und Rapp ist gar nicht gross im Drittel von Z drin gewesen. Sie sind aktuell zwar wieder drin, haben aber jedes Mal vor die Scheibe wieder verloren und es hat wieder können befreit werden. So auch jetzt wieder. Der Bader behaltet die Scheibe im Spiel und spielt den Pass aber zu einem von seinen Spielern. Dort ist jetzt der Krüger und ist in einem Zweikampf an der Bande verwickelt. Freddy Patterson greift auch gerade wieder das Spielgeschehen ein. Ein schöner Pass eigentlich aber zum Justin Sigrist, wo der Pass hinter das Goal spielt für den Krüger, der da versucht hat, aus dem spitzen Winkel abzuschliessen. Spielt führen. Viel Baltisberger, Schuss aufs Goal, der aber blockiert wurde, ist in der Mitte. Und wir sind wieder im Drittel von Zürich, wo jetzt auch gerade wechselt. Ja, da versuchen sie natürlich die Energie wieder ein bisschen holen und mit ein bisschen Schwung in die Zone von Rappi einzufahren. Sie sind aktuell an der Bande und versuchen da den Back zu behalten. Das gelingt auch an Marco Petretti, der jetzt irgendwie ausrutscht und dadurch die Scheibe verliert. Aber Rappi kann aus dem nichts wirklich kreieren. Der Tim Berni hinter dem Goal von Weber mit dem Backbesitz. Mhm. Langsam kommt das, was wir von Zürich sehen wollen. Ja, also sie haben das Spiel unter Kontrolle. Ohne jetzt gross irgendwie müssen noch
noch die Brücke anschieben. Das spricht auch für die Qualität von dieser Mannschaft. Absolut. Aber ist natürlich noch, auch nicht attraktiv, oder? Also das ist, für einen Zuschauer ist das sicher nicht attraktiv, aber es hat ja so wenig. Ja, also von dem her. Also die maximal 50 Personen, wir haben es vorher gelesen, die Zuschauer im Stadion, das sind natürlich Leute von den Medien oder Familien von den Spielern. Mehr Personen sind nicht im Hallenstadion und auch nicht zugelassen. Also das sind Leute von der offiziellen, von der ZSC-Seite her, von der Seite von Rappi her und Medien und wir zwei. Genau. Ich zähle uns mal zu Medien. Ja, mehr Personen sind nicht zugelassen. Genau, deine Tochter, die noch da ist. Meine Tochter ist auch noch da, genau. Genau, gehört auch zu der Familie. Absolut. Wie gesagt, nur der engste Kreis. Genau. Blöd gesagt, da eben die 50-Personen-Grenze halt weiterhin besteht. Das sind Massnahmen, die wir natürlich beim ZSC auch umsetzen müssen, damit das Hockey noch irgendwie weitergeführt werden kann. Jetzt hat sich Zürich gar nicht installiert und es gibt einen Abschluss. Und der ist leider nicht im Goal gelandet, aber eine schöne Chance. Guter Schuss gewesen, ja. Guter Schuss von Christian Marti ist das gewesen, glaube ich. Die Chivo jetzt hinter dem Goal vom Bader. Hat da die Chivo aus der Luft gegriffen, Führung gespielt und einen Abschluss. Und die Scheibe ist noch nicht blockiert, da wird noch doch jetzt ist sie blockiert und es wird auch dementsprechend abpfiffen. Jetzt gibt es da einen Fußball. Jetzt wird Strafe geben. Ja, genau. Es werden Strafen ausgesprochen. Jetzt wird es ein bisschen emotional. Der Roman Schewenka hat auch noch seinen Helm verloren, da haben sich gerade mehrere Spieler angegangen. Ja. Ich glaube, also, es werden auch mehrere Strafen ausgesprochen. Ja. Auf beiden Seiten, wenn ich das richtig sehe. Ja, ein guter Save vom Noel Bader. Definitiv. Er hat Schieben nicht gerade kontrollieren und blockieren. Die Zürcher wollten hier ansetzen und nachdrücken. Es ist klar, er hat dann natürlich dort auch einen Schlag auf den Schoner bekommen. Darum auch die Emotionen, die dann ein bisschen aufgekommen sind. Ja. Ja, weniger als man es vielleicht sonst kennt von diesen zwei Mannschaften. Aber trotzdem mal so ein bisschen Funken, wo ein Funke, der rausgesprungen ist aus dem mittelgrossen Feuer. Und jetzt sitzt dementsprechend auf beiden Seiten ein Spieler auf der Bank. Es geht ja bei Sättigen, ich habe denen immer Techtelmechtel gesagt, geht es ja auch ein bisschen zum Positionsmarkieren, um dem Gegner zu zeigen, hey, so nicht, hey, mach das nicht normal, oder? Und es ist klar, wenn bei einem Goalie nachgestochert wird, da wirst du angegangen vor dem Goal. Ja, ja, absolut. Also der Goal ist dort durch eigentlich das Heiligtum und der wird natürlich verteidigt, das ist klar. Aber jetzt fühlt sich doch der Strafbank auf der Zürcher Seite. Und zwar hocken der Freddy Patterson und ich glaube der Pius Sutter, ich sehe es von da oben gerade nicht. Ja, der Pius Sutter, weil er die 2 Minuten Strafe überkommt. Ich nehme aber an, in dem Fall sind das 2 plus 2. Ja. Wenn der Freddy noch draußen hockt. Etwas anderes wird uns gerade nicht angezeigt. Ja. Deshalb. Also, das Spiel geht weiter mit 5 gegen 4. Powerplay für Rappi. Genau, die sind aktuell in der Zone drin vom Z. Es sieht schon mal ein bisschen mehr nach Powerplay aus als vorher. Ja, aber jetzt wird auch Rappi da ein bisschen energischer. Ja, obwohl der Weber die Scheibe klar blockiert hat. Ja. Er hat sie gut abgefangen, sofort blockiert, der Schuss, der auf sein Goal kam. Und es wird eine weitere Strafe ausgesprochen. Jawohl. Da der Vorteil von Rappi dahin geschmolzen. Der hat sich jetzt gerade selber zunichte gemacht. Genau. Ja. Ja, es ist da noch der Nico Dünner, der zusätzlich auf die Strafbank muss, auf der Seite von Rappi. Wir haben es vorhin richtig gesagt, der Pius Sutter hat 2 plus 2 bekommen, wegen übertriebener Härte. Ja, jetzt ist es natürlich ausgeglichen und Rappi hat den Vorteil ziemlich schnell wieder abgegeben. Ziemlich knapp schnell, 18 Sekunden Powerplay haben sie spielen. Also unnötig eigentlich, ja. Also, ja, sieht auch ein Trainer nie gern, oder? Wenn man so dumme Strafen eigentlich macht. Oder? Ist, wenn man sich dann eigentlich so einen Vorteil zunichte macht,
Weil es wäre halt eine Chance gewesen für die Lakers, um da den Anschlusstreffer können anzupeilen. Der wäre auch noch wichtig, es sind noch rund 6 Minuten. Oh, jetzt ist er aber gefallen, da. Wenn man vom Teufel redet. Ich hätte gescheiter nichts gesagt. Hättest du gescheiter nichts gesagt, Martin, richtig. Da haben sie das Momentum können ausnutzen und einen Schuss aufs Goal, der auch im Netz gelandet ist. Ein satter platzierter Schuss, Stockhand tief, immer schwierig für einen Goalie. Ja. Ja, da konnte Weber nichts mehr können retten, hat uns da nicht vor dem Anschlusstreffer können bewahren. Und ja, irgendwie hat Rappi doch die Chance genutzt, auch wenn sie keine Powerplay mehr hatten. Jetzt steht es 3-2 aus Zürcher Sicht. Sind wir gespannt, was die letzten 6 Minuten noch jetzt abgehen wird. Ja. Ich hoffe und bange, dass Zürich die Führung nicht noch aus der Hand gibt. Wir haben es doch ein paar Mal gesehen, dass im Schlussdrittel noch jeweils die Anschlusstreffer und dann der Ausgleichstreffer gefallen sind. Ich hoffe, das ändert sich heute. Rappi hat aber bereits das Bulli schon gewonnen. Die Scheibe aber schon vertändelt. Der Phil Baldisberger hat da entscheidend können stören. Der Garrett Rowe jetzt in Zweikampf verwickelt hinter einem Goal. Rappi behaltet die Scheibe, aber souverän. Und spielt wieder in die neutrale Zone rein. Es ist immer noch 4 gegen 4 auf dem Eis. Und Scheibe ist jetzt an der Bande blockiert im Drittel von der ZSC Lions. Da kommt irgendwie auch gerade keiner raus aus dem Zweikampf. Jetzt ist sie wieder spielbar. Und bereits wieder in der Zone von Rappi. Spielen rein in die Neutrale, fahren ihr ins Drittel vom ZSC und ja, da hätte er abschliessen können. Und hoppla, da schön den Schoner ausgefahren. Da hat der Weber uns von diesem Ausgleichstreffer bewahrt. Schnelle Reaktion. Jawohl. Und jetzt die Chance für Zürich. Oh, er kommt auf den Goalie und auch das könnte eigentlich weiterziehen. Da hat ich verstehe jetzt nicht, wieso dass er einen Distanzschuss macht. Er hat keinen Gegner mehr vor dem und dann gefährlich vor dem Goal. Die Scheibe ist noch frei, die Scheibe ist noch nicht blockiert. Da ist Rappi noch im Backbesitz, da hat aber ein Z-Spieler entscheidend sich in den Weg stellen. Ja. Kurz gefährlich wurde. Ja. Knapp, da hat nicht viel gefehlt und der Ausgleichstreffer wäre geht. Ja, also die Chancen häufen sich, würde ich jetzt sagen, auch auf beiden Seiten. Auf jeden Fall. Da ein weiterer Abpraller vom Bader. Ja, der nächste Treffer könnte dann schon vorentscheidend sein. Ich denke es auch. Es kann eigentlich jetzt auf die eine oder die andere Seite kippen. Jetzt beide Mannschaften wieder komplett. Und aktuell Z vor dem Goal. Und jawohl, das ist es. Treffer, schön. Ganz schön gespielt. Sehr schön. Jawohl. Ja, da hat er nicht ganz zugemacht, der Bader. Ja. Also in neuen, höheren Ecken rauf. Sehr schön, auch wenn er den Verteidiger umfahren hat. Das war ein schöner Spielzug, definitiv. Und wir haben hier da das 4-2 für die ZSC Lions. Es sind noch 4 Minuten 23 Sekunden zu spielen im letzten Drittel. Ja, ein 2-Tor-Vorsprung ist schon ein bisschen gemütlicher als ein 1-Tor-Vorsprung, oder Martin? Also ich wollte jetzt nicht gemütlicher, drauf ausruhen, aber gemütlicher schon, aber eben im Hockey kann vieles schnell ändern, oder? Also das wissen wir, oder? Und das Spiel geht halt 60 Minuten, oder? Und da sollte man sich jetzt nicht zurücklehnen oder in falscher Sicherheit wegen, zumal wenn man jetzt den ganzen Spielverlauf so jetzt ein bisschen anschaut. Absolut. Ja, es ist natürlich ein Schnellspiel. Wir haben es gerade vorher gehört, der Justin Sigrist hat da noch entscheidend den Back verwertet und den ins Netz gebracht. Ja, es kann sich schnell ändern. Zürich ist jetzt aber doch mit ein bisschen Aufwind unterwegs, aktuell auch im Scheibenbesitz. Der Back jetzt aber in der Zone von Rappi, hat ihn dort auch können ergattern, die Lakers, und versuchen jetzt ihr Spiel wieder aufzubauen. Zürich kommt aber immer wieder ein bisschen stören. In Form von Betreten haben wir es gerade gesehen. Mhm. Und da vor das Goal. Aber kein entscheidender Abschluss.
Der Phil Baldesberger spielt jetzt schieben da wieder raus in die neutrale Zone, wo Rapid die bereits wieder abfängt. Und wir sind wieder ein bisschen im Hin und Her mit dem Team Berni jetzt, wo wieder Führer spielt zum Roman Wick, der da in die Zone von Rapid kann einfahren. Hinter dem Goal durchfahrt, einen schönen Rückhandpass. Unten an der blauen Linie aktuell der Back im Besitz von Dario Truppmann, der ein hinter das Goal spielt. Dort wird sie aber vom Rapid-Spieler übernommen. Ja, Zürich muss jetzt wieder ein bisschen zurückfahren, das Spiel neu aufziehen und wieder mit ein bisschen Schwung ins Drittel von Rapid fahren. Der Markus Krüger spielt da rein. Und oh, wir schön, haben dann Abschluss ja, gesehen vom Freddy, wie man ihn kennt, nur leider ist er blockiert worden vom Noel Bader, der da souverän. Schöne Direktabnahme. Sehr. Ja, seine Stärke, der One-Timer, oder? Jetzt ein weiteres Bulli vor dem Bader. Die Mannschaften wechseln da gerade noch. Und Rapperswil nimmt jetzt da gerade das Timeout. Ja, was bespricht man, wenn man jetzt noch das Timeout nimmt? Kommt darauf an, auf welche Mannschaft dass wir jetzt abzielen. Wenn wir auf Zürcher abzielen, dann wird es klar heissen, hey, nicht mehr zu viel Risiko eingehen. Natürlich kein Scheibenverlust. Wenn es zu einem Abschluss kommt, ja, ist gut. Aber jetzt ist halt wichtig, dass man irgendwie die Zeit noch runterbringt. Oder? Seite vorab ist klar, dort gilt es Vollgas. Wird sicher eine taktische Anweisungen geben. Ich gehe auch davon aus, dass die werden noch den Goalie rausnehmen werden. Vielleicht sogar noch frühzeitig. Dass da ein Anschlusstreffer relativ schnell kommt, dass dann noch Zeit hätte, um auch den Ausgleich anzupeilen. Ja, also du sagst es, Zürich noch ein bisschen auf Sicherheit und Rapi eigentlich noch Vollgas. Es sind jetzt noch 2 Minuten 46 Sekunden zu spielen. Wir hoffen, das bleibt bei dieser Zeit. Im Moment hat Zürich im Backbesitz. Wir haben hier einen Pass vor das Goal spielen. Der Chris Baldesberger hat dann nicht abnehmen. Darum Rapi jetzt wieder mit dem Back am Stock. Der Roman Cevenka, der hier vorne spielt. Der Rapi-Spieler fährt in die neutrale Zone und ins Drittel vom Z. Der Goalie geht ist raus. Ja, der Cevenka hat die Scheibe fast verloren. Sie haben sie aber doch noch können irgendwie behalten. Genau, da haben wir jetzt 6 Rapi-Feldspieler gegen 5 Zürcher. Da die Scheibe vor das Goal kommen, weil der Pass nicht ganz so weit für ist. Und jetzt aber die Chance für den Empty Netter. Ja. Nicht gelungen von Chris Baldesberger, der ist als Aussennetz leider. Jetzt sind noch 2 Minuten zu spielen im dritten Drittel. Und Rapi ist jetzt bereits wieder in der Zone von Zürich drin. Spielt der Pass da der Bande entlang. Da der Johann Moran. In einem guten Zweikampf verwickelt, Schieber aber immer noch bei Rapi. Zürich klingt es auch nicht ganz stören. Schieber kommt vor das Goal, da war aber zum Glück keiner, der sie so richtig erkennt. Oh, da ist die Schieber drin! Jetzt ist der Anschlusstreffer. Das hat man vermeiden. Da hat man wieder einen ein bisschen vergessen vor dem Goal. Da war ein Rapi-Spieler zu frei mit seinem Stock, um da noch ein bisschen nachstochern. Und der Weber hat es nicht können blockieren. Jetzt wird es dann gleich noch mal knapp. Er hat da entscheidend nachgesetzt, der Spieler von der Rapperswil, Jona Lakers. Und wir haben jetzt einen Spielstand von 4:3. Mit noch rund 1,5 Minuten zu spielen. Es bleibt knapp. Es bleibt knapp, ja. Man kann jetzt irgendwie nicht ganz sagen, Moll Zürich hat jetzt die Oberhand, das Zeug bringt jetzt noch heim, sondern Rapi schafft es irgendwie. Die Chance noch zu nutzen, irgendwie vor das Goal da zu kommen und werden nicht mehr entscheidend gestört. Nein. Und sie werden auch jetzt versuchen, da, die Scheibe zu kontrollieren, frühzeitig, sodass der neue Bader wieder raus kann. Das macht er jetzt auch schon. Von dem her. Das wäre jetzt. Da ist. Hoppala, da gibt es einen weiteren Zweikampf. Oh. Da der Weber die Scheibe blockiert hat, da ist der Rapi-Spieler aufs Eis umgeworfen worden. Jawohl. Langsam kommen jetzt die Emotionen, die man wollen, sehen im Hockey, was der Sport eigentlich ja auch ausmacht, oder? Da hat Rapi nochmal nachsetzen und irgendwie ein Ausrufezeichen setzen.
sind denn da hart angegangen worden? Ich frage mich jetzt gerade Strafe. Ja, ich glaube, nein, das wird da keine Strafe keine ausgesprochen. Das wissen auch die Schiedsrichter, oder? Dass man in so einer Situation, weil als Schiedsrichter kann man dann natürlich ein Spiel auch so beeinflussen, oder? Ja. Klar, aber das ist jetzt nicht, ich würde sagen, nicht so eine offensichtliche Aktion gewesen. Nein, das war ja irgendwie fast ausgeglichen, sage ich mal. Da sind sie zusammen zu Boden gegangen, haben sich dann auch wieder trennen lassen. Und ich glaube, das ist dann ja nicht an den Schiedsrichter, zum Spiel so entscheiden, oder? Genau. Ja, darum ein weiteres Bulli vor dem Ludovic Weber. Das wird vom Z gewonnen. Rappi ist da aber stark am Nachsetzen. Sie gehen da Z-Spieler an. Der Roman Cevenka kickt da die Scheibe führen. Aber da hat sie einen Z-Spieler ergattern und trifft das leere Goal auch nicht. Die geht knapp vorbei und drüber. Rappi kann gleich spielen oder die Scheibe kontrollieren. Jetzt haben sie ja wieder verloren, der Noro. Aber ebenso. Darum fährt jetzt Rappi wieder ins Drittel rein. Der Pass kommt. Aber nicht an. Gott sei Dank. Nur 50 Sekunden. Jetzt der. Oh, jawohl. Handspiel. Das war ein Handpass, den wir gesehen haben. Ja. Darum jetzt ein weiterer Unterbruch. Und ein Bulli in der neutralen Zone. Jetzt haben wir noch rund 45 Sekunden Zeit. Und jetzt ist es an Zürich, den Sieg zu heben. Genau. Es wäre Heiz bringen oder Heiz bibbern, oder ja, wie man das eigentlich nennen kann. Komm bringen heim, wie der Baschi sagt, oder? Genau. Der Garrett Rowe hat es jetzt ein bisschen in der Hand, wenn er das Bulli gewinnen kann und sich die Scheibe kontrollieren kann. Was ihm leider nicht gelingt, der Roman Cevenka da mit dem Pass in die neutrale Zone. Der Chris Baltisberg ist aber entscheidend am Nachsetzen. Trotzdem kommt Rappi wieder ins Drittel vom Z und spielt vor das Goal. Der Pass aber blockiert wurde und jetzt aber Scheibe vor dem Goal noch spielbar. Jetzt blockiert mit Hilfe von Garrett Rowe. Also alles andere als souverän, jetzt gerade die letzten paar Sekunden. Das hat ausgesehen nach Schwimmen, ja. Die Scheibe ist irgendwie zwischen dem Weber und dem Rowe blockiert worden. Man hat es nicht ganz so genau gesehen. Da ist Rappi wieder recht frei durchs Drittel gefahren. Sie haben ihre Pässe können spielen, es ist nur einmal abgefangen worden. Und irgendwie sind die Spieler wieder nicht so angegangen worden, wie man das gerne hätte, oder ja. Martin? Ja, also eigentlich seit diesen 2 Minuten und 46 Sekunden, die wir gesagt haben, oder, was sagt man bei so einem Timeout, seit dem Timeout eigentlich, agiert der Z zu vorsichtig, fast zu passiv, will das irgendwie das Spiel heimtragen oder heimschaukeln, was natürlich Risiken birgt. Absolut, jetzt sind noch 10 Sekunden zu spielen. Die Scheibe ist aktuell an der Bande, unten blockiert durch den Patrick Gehring, der sich dort mit allem reinwirft, was er hat, kann man so sagen. Und Zürich kommt jetzt da auch raus und es gibt noch. Nein, gibt es noch? Ja, sie gehen dann noch, ja. mit dem letzten Hundertstel, ja. Jawohl. Schön. Gut. Der Antinetter hat noch gezählt mit irgendwie 0,3 Sekunden auf der Uhr. Und Zürich gewinnt das Spiel, das hart umkämpfte Spiel, mit 5:3. Genau. Ja, jetzt können wir kurz zusammenfassen. Nicht das optimale Spiel gewesen. Nein, also ich denke, mit dem Spiel kann weder jeder einzige Spieler und auch der Trainer zufrieden sein. Also es ist ein Match, gut, 3 Punkte, das ist schon mal gut. Ein solider Match, zwischen ihnen die Intensität aufgeflackert, man hat es gesehen, aber mehr nicht. Ja. Also, von Playoff-Intensität sind wir da sowieso noch weiter weg. Absolut, ist ja auch noch ein Zeitchen hin. Genau. Es sind jetzt 13 Spiele gespielt. In Sicht vom ZSC, es gibt natürlich noch Mannschaften in der National League, die erst 9 Partien gespielt haben. Es gibt so die haben 10 gespielt. Das ist aktuell ein bisschen schwierig. Für die ZSC Lions geht es dann auch am Dienstag schon weiter mit dem nächsten Heimspiel. Das gibt ihnen natürlich wieder ein bisschen Rhythmus, oder? Wir hoffen, wir sehen uns tatsächlich am Dienstag.
dass sie nicht nochmal in Quarantäne müssen. Ja, bleibt zu hoffen, aber eben in diesem Jahr ist alles anders. Also wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Ja. Absolut, es erwartet, es erfordert viel Flexibilität von allen Spielern und auch von euch Fans natürlich. Unsicher, wenig Klarheit und auch irgendwie so eine nichtssagende Tabelle haben wir, glaube ich, selten gehabt. Ja, effektiv. Ja. Es ist eine Herausforderung für alle, ja. Ja, es ist eine Herausforderung. Und trotzdem, es geben alle ihr Bestes, auch wir, wo wir natürlich keine Live-Bilder dürfen zeigen. Darum auch das Radio. Und jetzt gerade im Anschluss geht es dann weiter mit den Interviews von David Ley. Er hat sicher den Pius Sutter tun, denke ich, wo er interviewt. Sehr schön war zum Zuschauen, grösstenteils. Er hat doch Akzent können setzen, entscheidende Pässe können spielen, Goal können erzielen. Nicht schlecht. Ja. Was sagst du zu deinem Player to Watch, zum Phil Baltisberger? Ein solider Match zwischen ihnen auch. Zwei, drei gute Schüsse, Abschlüsse, Interaktionen. Ich würde sagen, von der Physis her eher weniger präsent gewesen heute. Also irgendwie keine grossen Checks gesehen von ihm. Was man von ihm eigentlich auch kann erwarten. Aber ich glaube, er hat sich heute in diesem Match oder in die Mannschaft auch eingefügt. Und ist nicht irgendwie rausgestochen oder auch nicht abgefallen. Ja, absolut. Es war natürlich eben, wie gesagt, ein hart umkämpfter Match gewesen. Ich glaube, für alle Spieler nicht ganz einfach. Sie haben sich aber gleich können behaupten, den Match können für sich entscheiden. Das ist das Wichtigste. Am Schluss zählen halt Punkte. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es natürlich immer. Ja. Es zählt jetzt eigentlich immer das nächste Spiel, oder? Man schaut von Match zu Match, man schaut, dass man die Pässe von Stock zu Stock kann spielen kann, dass man dranbleiben kann und vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Schwung ins nächste Heimspiel kann starten. Ja, und wir wissen ja auch gar nicht, wie es weitergeht, oder? Also eben über nächste Woche weiß man nicht, wie es weitergeht, oder? Wie es auch mit der Meisterschaft, ob die weitergespielt wird, weitergezogen wird in diesem Format, ob man irgendwie da wieder ein bisschen lockert oder komplett abklemmt, oder? Wobei, eben, ich sage, also da geht es allmählich auch ans Eingemachte. Richtig, also ist, ja. Es ist schon noch eine gewisse Brisanz dahinter, oder? Was da halt, wie das soll weitergehen. Es bleibt spannend. Ja. Wir wissen es leider nicht so genau. Und trotzdem danke dir vielmals, bist du heute Abend dabei gewesen. Sehr Martin, gerne, hast du mit mir den Match kommentiert und versucht den Fans trotzdem ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Etwas überzubringen. Ja, richtig. Wenigstens ein bisschen etwas aus dem Hallenstadion zu euch heim in die Stube bringen. Von mir eigentlich noch einen ganz schönen Abend. Wir sehen uns, wie gesagt, nächsten Dienstag mit dem nächsten Heimspiel. Jetzt gibt es im Anschluss noch das Live-Interview von David Ley. Er steht gerade auf dem Eis mit dem Pius Sutter. Bleibt dabei, bleibt gesund. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. Tschüss zusammen.